Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen wieder zurück hier beim Hund. Heute mal wieder einen richtig krassen Livestream, denn wir können schon sehen, im Thumbnail, im Titel, dieses Mal sind wir eine Gang. Das heißt, wir werden es heute mal ein bisschen besser schaffen als letztes Mal, wo wir versucht haben, die Banksachen da auszurauben. Und wie ihr sehen könnt, wir haben auch einen freshen BMW M5 hier stehen, ja. Haben wir uns geholt mit kugelsicheren Reifen und volle Ausstattung. Das heißt, das Ding geht ab wie sonst was. Und wir haben natürlich komplette Gewehrausstattung geklaut. Das heißt Kinder. Vor allem du. Er ist noch jünger als ich. Das sieht man. Er ist gerade mal 7 und schon richtig Gangster. Ja, ich nenne ihn Franklin Junior. Und hier Bernadette. So, sorry. Okay, also wir sind vollzählig. Ja, wir sind 3 Leute. Wir haben uns halt zu einer Gang verbündet. Wird heute richtig heftig, Leute. Wir werden zu dritt eine Bank ausrauben. Und ja, krumme Sachen halt machen. Ne? Was halt Kinder so machen in ihrer Freizeit. So, darf ich hier einsteigen, bitte? Ja komm, wir trägt dich nicht auf. Wir steigen nur ein. So, nicht schon, dass es extremst illegal ist, dass wir einen geklauten BMW fahren. Nee, wir haben nicht mal einen Führerschein. Warte mal, können wir hier überhaupt drüber schauen? Ja, schau mal. Der sitzt so weit unten, ich sehe ihn kaum. Das ist so typisch. Okay, los geht's. Blinker setzen. Aufpassen, das Auto geht ziemlich ab, ja. Da müssen wir echt aufpassen, dass das nicht irgendwie direkt ausschert oder so. Da müsst ihr schon aufpassen hier. Alter, der Sound von dem Ding. Das geht richtig ab hier. Das geht richtig ab. Zocker, Zocker ist auch wieder am Start. Hallo, willkommen. Alter, das Ding geht ab. Okay. Wir müssen wieder klein anfangen. Das ist der Sound auf die Spende. Die am Ontmann. Brüder 2 Euro raus, du bist der Beste. Hashtag weiter. So, Dankeschön für dein Spendel. Brüder raus hier. Erste Spendel. Also, was rauben wir als erstes wieder aus? Ich würde mal sagen, wir sollen klein anfangen. Das heißt, wir gehen wieder Tankstelle oder so ausrauben. Wir müssen uns ja erstmal... Ich meine, weißt du, ich bin ja schon so richtig der Profi, aber die anderen zwei, die wir hinten drin haben, die können ja gar nichts. Die wissen nicht, wie man Sachen ausraubt. Das ist der Sound auf die Spende. Obi dumm Kenobi, put 2 Euro raus. Bist der beste YouTuber, mach weiter. So, Dankeschön. Dankeschön fürs Herzchen. Also, wir suchen uns jetzt hier eine Tankstelle. Wo ist denn die nächste Tanke? Bitte sag mir, warte mal, hier irgendwo, ne? Hier an der Ecke, warte. Ich glaube, hier. Bin mir jetzt aber nicht zu 100% sicher, hier hinten muss sie irgendwo sein im Gangsterviertel. Muss eine Tankstelle sein, die können wir gut ausrauben. Die wird eh immer ausgeraubt. Dem ist es komplett egal, wenn wir kommen. Wobei, hier ist ja noch so ein Shop, ne? Das ist ja noch so ein Shop, den können wir ausrauben. Das ist so ein kleiner, aber feiner Shop da drin. Das wäre auch eine Möglichkeit, weil dann... Oh, schau mal, das ist gerade durch die Waschstraße gefahren. Und du hast fast die Katze überfahren. Na, herzlichen Glückwunsch. Wir parken uns hier ein und rauben den Shop hier mal aus. Ich hoffe, wir schaffen das heute. Ich meine, wir sind ja richtig hier krass mit der Gang, Leute. Mit der Gang. So. Einmal rückwärts einparken. So. Jetzt nochmal zur Abklärung hier. Ja? Ja, gut. Hört mir mal zu. Ihr habt noch nie einen Laden ausgeraubt. Bleibt cool, ja? Habt die Waffen einfach in der Hand. Und ihr müsst einfach nichts machen. Einfach mir folgen, ja? Alles klar. Ich mache hinten den Tresor auf. Ihr macht vorne, dass keine Polizei und so reinkommt, ja? Alles klar. Komm, gehen wir. Ich habe jetzt keine schusssichere Weste, kugelsichere Weste mit. So, alles klar, Leute. Wir gehen jetzt rein, ja? Wir tun so, als wären wir ganz normale Kinder, ja? Und wenn wir drin sind, packen wir die Dinge aus. This is iBeats. Bring mal 1 Euro raus. Auch mal wieder am Start. Ja, der ist auch mal wieder am Start. Vielen Dank für 1 Euro. Die Scheine regnen jetzt schon. Okay. Also, wir sind ganz normal Schulkinder. Wir sind gerade so von der Schule gekommen, ne? Der M5 hinten gehört nicht uns. Alter, da ist schon wieder so eine Frau mit so komischen Haaren. Wie schafft man das? Zu welchem Friseur geht man, um solche Haare zu bekommen? Ich glaube, ich glaube, dem Ex-Freund hat irgendwie der Friseurladen gehört oder so in etwa. Okay, komm, geh mal rein, ja? Er sagt, er wird uns zugucken. Okay, alles klar. Kommt rein. Haben Sie irgendwo Kaugummis? Ja, Kaugummis? Hinten, sagen Sie. Ja, warten Sie mal. Er sagt, wir haben hinten Kaugummis. Wo genau? Ach, da hinten. Ach, danke schön. Ja, da sind die Kaugummis. So, welche Kaugummis nehmen wir? Komm mal hier. Franklin, klein Franklin, komm mal her, hier rüber. Hallo? Ja, da drüben, schau mal. So, lecker Kaugummis. 25 Cent nur, ja? Okay, einer muss jetzt schauen. Kameras sind hier oben. Alles klar. Alles klar, so. Das ist der Sound auf die Spende. Julian Juncker bringt 2 Euro raus. Hab nicht angezeigt bekommen, dass du streamst. Ja, das ist manchmal so. Am besten, liebe Leute, wenn ihr immer verpasst die Streams oder so, dann einfach auf Instagram folgen. Ganz wichtig, weil da wird immer gepostet. Bang Tanner MV bringt 2 Euro raus für dich und Karl-Heinz. Vielen, vielen lieben Dank auch nochmal hier. Und da kann man schon mal ein bisschen wieder Scheinchen regeln lassen hier für die ganzen Spendungen.
Okay, wir müssen, Leute, wir müssen jetzt echt mal konzentrieren, ja? Also, ich gehe wieder hinten zum Tresor hin. Wir packen jetzt gleich die Waffen auf, aus, okay? Warte. Wir sagen dann gleich, dass hier Überfall ist, okay? Chill ein bisschen. Hast du ein Problem oder was? Ob du ein Problem hast? Ich bin Kind. Verpiss dich. Hier kommt die Gang, so. Überfall. Rein da. Mach mal auf hier, den Tresor. So, ich hoffe, die klären hier vorne alles, dass die mir hier ein bisschen Zeit lassen. Alles klar. Okay, wir haben jetzt... Ja, halt die Fresse. Wir haben's. Ah, das geht richtig schnell. Das geht gerade richtig schnell, Leute. Wir haben schon unser Cash hier. Läuft auf jeden Fall so. Ja, du, verpiss dich, so. Leute, wir gehen. Komm. Bevor die Cops kommen. Ach, da habe ich jetzt nicht mit einem berechnet. Die brauchen immer so lange, ne? Komm schnell. Das sieht so geil aus. Komm. Bevor die Cops kommen. Alter, jetzt mach schneller, komm. Klein Franklin, du musst schon schneller machen. Jetzt kann ich da retour fahren. Das ist der Sound auf die Spende. SVG TV 9 brüht 1 Euro raus. Dankeschön für 1 Euro Spende. Brüll da raus hier. So, aber jetzt muss ich aber echt weg. Jetzt muss ich mich konzentrieren hier. Oh! Und wir haben schon 2 Sterne. Alter, das Heck bricht so extremst aus. Ja, fahr mir rein. Ach du! Die ballern schon aus dem Auto raus. Nicht rausballern. Doch nicht jetzt schon. Wir haben erst 2 Sterne. Boah, die ballern schon raus. Alter, was seid ihr für Gangster? Ah gut, der hat noch eine Waffe in der Hand. Die treffen sowieso nix. Merkt ihr das? Die treffen nix. Ach du Heiliger. Du bist weg hier. LP mit Olli brüht 3,01 Euro raus. Na du Nudel, was geht? LP mit Olli. Was bist du für eine Nudel? Alter, volle Konzentration gerade. Boah, hört auf zu ballern jetzt hier hinten. Sonst muss ich die Waffen wegnehmen. Das ist doch scheiße. Rausballern aus dem Ding. Aus dem tiefer gelegten M5 erstmal hinten rausballern. Okay. Hier vorne ist Kopf. Kopf. So, wir müssen. Wo ist denn die Einfahrt hier? Ich will. Genau, du mich auch. Wir haben 2 Sterne noch. Wo ist denn die Einfahrt, dass wir hier runter können? Boah, Alter, gegen Gegenverkehr. So, wir gehen da runter. Runter da. Are you blind? Ja, runter da mit dem Auto. Aber schnell. Puh, Alter. Ich hoffe, wir kommen da wieder raus irgendwie, ne? Leute, jetzt hört auf, rauszuballern. Ich glaube, wir haben's, Leute. Ich glaube, wir haben's. Oh, was war das gerade für eine geile Jagd hier? Schnitzeljagd. Geil. Nee, ohne Witz. Was für eine krasse Verfolgungsjagd war das gerade? Das ist das. Boah. Die Spende. Amendocraft, brüten Euros. Kannst du mal ein Tutorial machen, wie du aufnimmst und wie du das mit Money Rain machst? Herzchen. Dankeschön für deine Spende. Sowas ähnliches habe ich schon gemacht in meiner Setup-Tour. Da kläre ich, wie ich streame und aufnehme mit dem Hund und allem drum und dran und mit meinen Money Rain-Sachen und so. Kannst du mal reinschauen. Das ist so eine Art Room-Tour-Setup-Tour. Einfach eingeben Xyon-Setup-Tour. Dann sollte es kommen, das Video. Aber Dankeschön für deine Spende. Lass mir mal wieder den Money Rain regnen. Warte mal, ich muss jetzt aber wieder rausfahren, ne? Wie ist die Konzentration? Hallo, ich bin ein ganz normales Kind, was hier mit einem BMW M5 durchfährt, ja? Alles klar, haben sie noch nie gesehen, sicher, ne? Ich hoffe, ich komme da raus jetzt. Also, der Laden ging recht schnell. Was macht. Was hämmerst denn du da? Hämmerst du den Beton weich oder was? Das bringt sich nicht viel. Hoffentlich kommt jetzt nicht dieses Ungeheuer irgendwo raus. Das ist der Sound auf die Spende. PlayStation HD bringt Euro raus. Grüße meine Klasse 6A. Ich grüße die Klasse 6A von PlayStation HD. Grüße gehen raus vom Hund hier. Boah, hier geht's aber wieder runter. Ich muss jetzt aufpassen. Wir müssen hier wieder rauskommen, Leute. Wir sind gerade in der Kanalisation. Und der Hund hat gerade keinen Plan, wo er ist. Oh, warte mal hier. Das Problem ist, der Wagen ist tiefer gelegt. Ich habe Angst, dass wir irgendwann mal einsinken mit dem Ding. Weil der Wagen ist gut, wisst ihr? Der Wagen ist wirklich gut. Aber der ist schon fast kaputt, ne? Wir müssen ihn reparieren, Leute. Wir müssen ihn gleich reparieren dann. Das habe ich davon, wenn ich Leute hinten drin sitzen habe, die dann richtig krass am Ballern sind. Vielleicht sollten wir echt noch mal eine kleine, so einen kleinen Weicherschuppen ausrauben oder so. Alter, was machen die da unten alle? Das sind die ganze Zeit Leute, die hier irgendwas machen oder so. Also hier möchte ich nicht arbeiten, um ehrlich zu sein. Klingt sicher da unten. Okay. Ich glaube, da kommen wir jetzt wieder rauf, ne? Mr. Paluten-LP, brüllt 2 Euro raus. Hallo? Kennst mich noch, oder? Hashtag Leckerli, bitte. Mr. Paluten-LP kann sein, Mr. Paluten-LP. Kann sein, ja. Ich weiß zwar, wer Paluten ist und so, aber ich glaube, da gab es mal so ein Mr. Paluten-LP. Weißt du was, hau mal raus hier, oder? Ein bisschen hier. Ich meine, wir haben auch die Cops abgehängt gerade.
Also dafür hast du schon mal ein Like raushauen hier, Leute. Wir haben die Cops abgehängt, das ist schon mal gut. Warte, ich werde jetzt mein Fahrzeug fixen irgendwie. Ich schau mal, warte, geht das überhaupt? So, warte, wir sind hier jetzt, genau. Motor kann man irgendwie machen, das weiß ich. Wir machen mal auf hier. So, muss ich hier irgendwas drücken oder was gedrückt halten, dass wir das hier reparieren können? Wir können den Motor nämlich meines Wissens irgendwie reparieren. Mach auf jetzt. Pff, ist nicht so, wie es... Nein, so reparieren wir den sicher nicht, den Motor. Es gibt eine Taste, ich weiß das, bin ich blöd. Der Hund ist nicht blöd. Ich hab's so vergessen. Nee, auch nicht die Taste. Warte, vielleicht T oder R für Repair? Nee, R ist treten, okay. Okay, warte, was war das nochmal? Ich habe da so extra so ein Ding runtergeladen, dass wir das machen können. Hauptsache, ich vergesse mal wieder die Tastenkombi. Das ist wieder so typisch bei mir. Was war denn die Tastenkombi? Das war sie auch nicht. Gut, dann müssen wir das innen repairen, ja? Komm, steig mal ein. Ich bin der Mechaniker hier, ja? Ich bin der übelst krasser Mechaniker, so. Repaired. Warte, sollen wir den mal clean machen? Warte, ich mach den nochmal. So, sieht schöner aus. Okay! Also, erste Mission abgeschlossen. Wir haben schon mal unseren ersten Laden ausgeraubt, aber nochmal hier... Warte mal, welche können wir... Wir könnten mal so ein Kleidungsgeschäft hier ausrauben, denke ich mal. Ich denke mal, das sollte ganz easy sein. Wir tun einfach die Kassen ausrauben, ja? Weil dann lernt ihr mal, wie man so eine Kasse öffnet. Das wissen sie auch nicht. Ich muss denen beibringen, Leute. Wir sind zwar eine Gang, aber wir sind noch keine tolle, gute Gang hier, ja? Da müssen wir noch ein bisschen schauen. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Ach, hier drüben, genau. Okay, da fahren wir da rüber. Und schauen wir das mit dem Ausraum. Boah, das Ding driftet so krass, ne? Aber dann, wenn wir den ausgeraubt haben, würde ich sagen, machen wir unsere erste Bank mal. Weil letztes Mal bin ich ja richtig abgesammelt mit der Bank ausrauben und so. Da kriegen wir 4 Sterne dafür. Mr. Palut, der Bepril, Dankeschön, 2 Euro raus. Kann ich vom Handy aus mit dir auf Discord reden? Ja, natürlich. Man kann auch vom Handy aus auf Discord. Weißt du nicht, ob ich heute noch online komme? Weil ich heute noch ein bisschen was vorhab. Leider. Wer weiß, so. Da packt man mal ein. Also. So, die Gang kommt. Wie hab ich dich genannt? Ich habe vergessen, wie ich sie benannt habe. Bei ihm weiß ich erst Little Franklin, ja? Weil er aussieht wie Franklin als Kind. Das ist ja auch Franklin als Kind eigentlich. Und das merkt man auch. Ich meine, er ist in einer Gang, Leute. Und ich glaube, mehr Gangster als Franklin geht sie an GTA, so gesehen nicht. Außer natürlich, man ist Karl-Heinz. Karl-Heinz Obergangster-Boss hier. Keine Ahnung, wie ich sie gerade genannt habe. Wie hab ich dich benannt? Sag mal, schminkst du dich schon in dem Alter? Guck mal, der Schminke drum. Ah ja, laber nicht. So. Also wir gehen jetzt rein in den Shop. Ich zeige euch jetzt mal, wie man eine Kasse ausraubt. Oh. Shop hat geschlossen, wir müssen woanders hin. Es fängt schon mal... Ich weiß, es fängt schon mal gut an. Weißt du, wie viel Shop ausrauben hat? Zu! Der Shop hat zu! Ja, komm, steig ein, wir fahren woanders hin. Wer hat denn offen heute? Jetzt müssen wir so ein kleines Geschäftchen halt ausrauben. Das ist ja auch okay. Schauen wir mal vorne hin. Da hat er einfach zu, der Shop. Boss Royale ist auch wieder da. Tracy habe ich sie nicht benannt, nee. Ich habe sie vorhin irgendwie benannt, die Kleine da hinten. Ich weiß nicht mehr wie. Sonst können wir einen neuen Namen für sie erfinden, ja? So, wie soll man das Mädchen nennen? Ihr müsst euch denken, sie ist ein Mädchen, ja? Wir brauchen gerade einen Mädchennamen für ein Gangstermädel, ja? Haut mal raus, ihr Namen. Welchen Namen sollen wir für sie machen? Ich meine, wir sind Karl-Heinz und Little Franklin. Lukas, Alter, was hier Leute reinschreiben. Ein Mädchen namens Lukas, natürlich. Warum nicht? Anna, das hört sich... Nee, das können wir nicht machen. So richtig, es muss so richtig Gangster sein, ja? Lisa, Chess, Roxy, Katja, oh ne, bitte nicht. Katja kann ich sie nicht nennen. Steffi, die Gangsterin, natürlich. Millie werde ich mir nicht merken, das weiß ich jetzt schon. Bärbel, ach du Heiliger. Oh ja, Bärbel, auf jeden Fall Bärbel. Nee, Brigitte. Bernadette. Ich glaube, Bernadette habe ich die genannt, oder? Bernadette. Weißt du was? Wir nennen sie Bernadette. Das ist ein guter Name. Weil einer hat das reingeschrieben, Bernadette. Oder Linda ist auch gut. Linda. Wobei Bernadette... So, wir können jetzt aussuchen. Bernadette oder Linda. Was sollen wir nehmen? Eins von den beiden will ich jetzt nehmen. Das merke ich mir. Bernadette oder Linda. Warte, Linda, Franklin und Karl-Heinz. Kommt besser. Ja, ich glaube, ich nenne sie Linda. Ja, ich glaube, ich nenne sie Linda, Leute. Linda ist perfekt.
Es ist kurz und knackig. Dann haben wir Franklin, Linda und Karl-Heinz. Perfekt, so machen wir's. Linda, okay. Ich glaube, ich habe sie vorhin aber anders gedacht. Ach, egal. Wir kennen uns ja erst seit heute. Wir haben die Gang erst seit heute. Och, warte mal, wir könnten mal probieren, den Friseurladen auszurauben. Linda, das ist eine geile Idee. Uschi, bitte nicht. Warte mal, mach mal auf. Weil letztes Mal haben wir ja probiert, glaube ich, da reinzukommen und da war der auch nicht offen. Die haben heute alle zu. Ist heute Sonntag? Warte mal. Freitag ist. Freitag, 19 Uhr und alle haben zu. Dann gehen wir aber... Wisst ihr was? Wir gehen dann wieder zum... Ich habe eine Idee, Leute. Ich habe eine gute Idee. Da hinten ist ja wieder so ein Laden, ne? Da waren wir letztes Mal auch schon drin. Da haben wir nämlich die ganzen Schmuckstücke rausgestohlen. Das können wir jetzt auch nochmal machen. Dann zeige ich ihm, wie man die Scheiben einschlägt. Ich meine, sie müssen ja irgendwie mal wissen, wie man das macht. Ja, der hat sicher offen. Der hat immer offen, ja, der Laden hier. Besten Diamanten in der Stadt, in der Town. So, geh mal rein. Wie heißt der? Vangelico oder Vangelico. Geh mal rein, ja. Hallo? Ich bin's, Karl-Heinz. Okay, ich zeige euch jetzt, wie man richtig krass klaut, ja? Wir müssen das sehr, sehr unauffällig machen, weil hier überall Überwachungskameras sind, ja? Sie denken nicht, dass Kinder solche Sachen hier ausrauben werden, aber ja, wir machen es jetzt einfach mal. So, ich zeig euch mal hier hinten so einen Raum, ne? Gehe ich jetzt rein? Warte draußen auf mich, ja? Oh, das ist Gott sei Dank niemand. So, dann hau ich dir mal kurz einen kleinen hier, den PC. Aber warte mal, Golfschläger hatte ich, ne? Golfschläger geht, glaube ich, gut, so. So, oh, alles klar. Ich glaube, da habe ich genug kaputt gemacht. Die Tastatur geht nicht mehr. Okay. So, jetzt habe ich da drin erstmal alles klar gemacht. Die Überwachungskamera, das geht jetzt nicht mehr richtig. Und jetzt gehen wir mal wieder durchschauen, was wir mitnehmen wollen. Das Schöne ist, irgendwie ist da niemand. Schon wieder. Was ist denn das überhaupt für ein Saftland? Ist da niemand? Och, was ist denn da? Ach, die haben aber schöne Täschchen hier. Richtig schön. Oh, das ist die Kasse. Oder ist das eine Waage? Nee, das ist die Kasse. Können wir die aufmachen? Warte, ich probier's mal, ne? So, schauen wir mal, ob wir die Kasse aufkriegen. Ja, so wirst du sie nicht aufkriegen. Karl-Heinz, wir haben das so oft gemacht und jetzt kriegst du die Kasse nicht auf. Dann machen wir es mit dem Schläger. Nee, wir kriegen die Kasse nicht auf. Ach, okay, die haben so eine Kasse. Alles da. So, zeige ich euch, wie man hier die Sachen klauen. Ganz unauffällig. So. Das geht schon. Das geht nämlich schon. Ganz easy. Oh, das ist kaputt. Okay, dann nehmen wir die Sachen mit hier. Alles im Rucksack. Seht ihr? Habt den Rucksack? Nee, du hast auch. Du kannst aber einen Rucksack haben. Du willst, schenke ich dir einen Rucksack später. So. Ja, auch nochmal. Das Schöne ist, hier ist gerade niemand. Alarmanlage habe ich super professionell ausgestellt. Ich bin ein Kind, ich weiß. So. Genau, da muss man auch nochmal rausstehen hier. Boah. Mr. Paluten-LP, neuer VIP. Herzlich willkommen in der VIP-Gang. Und ich habe schon wieder, warum auch immer, das hat irgendwie den Effekt und das Ding hier umgestellt. Aber läuft bei dir. Brühl da raus, erstmal VIP. Und ich mache ja erstmal alles als Kleinholz hier. So, alles klar, das haben wir auch. Darf ich einen Spiegel wegschmeißen? Warte mal, das schmeißen wir auch wieder weg. So, wir randalieren hier durch mal. So, das haben wir schon einmal gemacht. Einen Spiegel wegschmeißen mache ich am liebsten. Ja, der splittert dann so richtig schön. Warte. Ihr könnt mir gut gern helfen, ne? Ihr habt zwei Waffen, aber... Ah! Blöder Spiegel, ich will den blöden Spiegel kaputt hauen. Der Spiegel geht mir gerade am Piss. Na, ohne Witz jetzt, warum geht der Spiegel nicht kaputt? Warte mal, machen wir das so? Nee, okay, wir haben alles. So, jetzt habe ich euch gezeigt, wie man Alarmanlage stilllegt und Überwachungskameras und jetzt wird es dunkel. Und jetzt, wo es dunkel wird, können wir mal... Ach, scheiße, die Bank hat nicht mehr offen. Ah, die Bank hat nicht offen. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen, wir müssen warten. Hey, Little Franklin, komm. Warte mal, was macht Little Franklin bitte? Warte mal, Little Franklin? Oh my God! Wo ist denn der? Steckt er da hinten drin oder was? Boah, voll unauffällig da rein. Warte, ich hol mal Little Franklin ab. Gibt's doch nicht. Little Franklin. Och, warte, das ist keine gute Idee. Wenn ich mich da jetzt einpacke und reingehe, komme ich nicht mehr raus. Ihr sollt eigentlich von selber rauskommen jetzt. Marius Fischi brüllt einen Euro raus. Grüße an den Besten und ach, Dankeschön. Oh, danke schön. Rühl da raus den Euro. Kann schon wieder ein bisschen Money-Regen machen. Was ist mit dir los? Warum steckst denn du fest? Soll ich dir helfen? Ich glaube, er steckt wirklich fest hier. Schau mal. Oh, Entschuldigung, wollte ich nicht. Komm, Little Franklin, komm. Komm jetzt. Ja, jetzt geht er. Ach, das. Sorry, Little Franklin. Boah, ich bin der beste Partner hier, ne? Ich schub's einfach alle um. Epic Stunt PE ist auch mal wieder mit am Start. Herzlich willkommen in der VIP-Gang. Wie wird dann VIP? Unten gibt es einen VIP-Link, wo
von YouTube Gaming. Da kann man so ein Abo abschließen und wird halt VIP hier, ja. Kann jeder machen, wie er will. Man muss nicht, man kann aber. So. Geh weg da vorne, ja. Ich muss ja. Boah, wobei, da fahre ich jetzt nicht runter. Sollen wir mal in ein Hotel gehen und so ein bisschen warten, bis die Zeit vergeht? Das können wir nämlich machen. Wo ist denn hier ein Hotel? Warte, lass mich mal schauen. Hier vorne müsste irgendwo ein Hotel sein. Ist hier irgendwo ein Hotel, wo wir hin können? Das ist der Sound of a Spende. Alanidos King. Alanidos King, hoffe ich, das ist richtig. Prügelt 1 Euro raus. Dankeschön für 1 Euro Spende. Am Rausprügeln wieder. Immer am Rausprügeln heute, ne? Da sind die Leute richtig, richtig am Rausprügeln. Warte, wo haben wir hier überhaupt ein... Irgendwo haben wir hier ein Ding, ne? Warte, wir können da hinfahren. Da können wir, glaube ich, super gut chillen dabei. Da warten wir halt, bis wieder Tag ist, dass wir zur Bank fahren können. Und dann, wir planen unseren Banküberfall. Wir werden da ein bisschen planen und dann geht's los, Leute. Dann wird die erste Bank von uns überfallen. Ich meine, wir sind übelst die Noobs. Ich habe jetzt mittlerweile schon Erfahrung. Auf jeden Fall kein Helikopter, wobei Helikopter habe ich nicht ausprobiert, kein Flugzeug nehmen. Ich habe nämlich ein Flugzeug damals genommen und da bin ich 6-7 Mal draufgegangen, weil ein Polizist mir entweder das Flugzeug abgeschossen hat, ja, sind wir abgestürzt, Mission nicht erledigt. Dann ist mit 3 Mal, glaube ich, ein Polizist ins Flugzeug gefahren. Einmal bin ich festgesteckt. Also das war der absolute Horror. Und dann habe ich es geschafft mit Motorrad. Aber mit Motorrad können wir es heute nicht machen. Denn wir sind heute zu dritt. Das geht nicht. Es gibt keinen 3er-Motorrad. Okay, hier gehen wir rein. Weil hier chillen wir einfach. Das ist unsere kleine Base, die wir hier haben. Ich hoffe, wir kommen da alle rein. Hoffe ich, ne? So, du steigst auch aus. Rein geht's, liebe Leute. Dann chillen wir da mal ein bisschen eine Runde. Und dann werden wir da warten bis zum nächsten Tag. Und dann geht's los. Ich hoffe, die kommen da noch rein, ne? Wo seid denn ihr? Hallo? Die sind noch draußen. Warte mal, da muss ich die mal herholen. Da muss ich die jetzt herholen, meine lieben Leute. Oh, einer ist noch draußen. Sorry, warte mal. Das ist der eine draußen. Muss die mal her teleportieren dann, wenn die... Okay, alles klar. Was ist mit dir los hier? So, hallo. Sollte nicht sein, so. Alles klar, dann sind wir hier. Ja, komm, chill eine Runde. Wir werden jetzt unseren Plan machen. Ihr könnt die Waffen wegpacken, Leute. So, wir werden jetzt unseren Plan machen. Ja, wir chillen hier ein bisschen. Kommst du in die Küche? Linda, komm in die Küche. Wir wollen hier reden. So, erstmal einen Schluck hier trinken davon, ne? Hier ein bisschen illegal trinken. Ich meine, wir sind sowieso komplett illegal unterwegs. Und dann werden wir hier ein bisschen planen. Dann warten wir, bis der nächste Tag halt ist. Oh, was wir hatten hier diese Zeitschrift da gekauft. Hallo Hunde, die brüllt 1 Euro raus. Hallo schöner Hund. Wuff, wuff, wuff. Bitte mach Geldregen oder am besten den Like-Hype. Weißt du was? Wir hauen jetzt einen Like-Hype raus, weil wir wieder so viele Spender haben mit am Start. Also das ist wirklich unfassbar. Und vor allem Like-Hype jetzt, dass wir jetzt den Banküberfall planen können, ja, dass ihr uns wirklich Glück wünscht dafür, dass wir den instant schaffen, weil letztes Mal hatte ich so Probleme gehabt. Also da prüht mal auf den Like-Button ein, dass wir das heute mal schaffen. Ich dente erstmal schön ab. Ja, das war der erste Like-Hub für heute. Prüh mal raus hier. Okay, alles klar. Wir sind wieder back in the game. So, was machen wir jetzt? Also, ich hab eine Idee. Wir werden unseren BMW M5 nehmen, der draußen steht, ja? Linda, du musst mir wirklich zuhören. Linda, hast du wieder so ein Zeitschriften-Abo abgeschlossen? Das kannst du nicht machen, Linda. Nee, das geht nicht. Du kannst nicht einfach deine Beauty-Zeitschrift hier reinschmeißen. Mr. Palutnel, prüh wieder 2 Euro raus. Wo ist die Dame, die die Texte vorliest? Die Dame bin jetzt ich, ja. Tatsächlich, die Dame gibt's jetzt nicht mehr. Weil ich find's schöner, wenn ich's vorlese, weil ich lese sie sowieso wieder vor, weißt du? Und ich denk mal so, die Leute wollen das lieber. Und vor allem dann gibt's sich diese kleine Eisbämer, die da extrem auf die Nerven gehen. Aber Dankeschön für der Spendel. Ich lese lieber vor, als dass es eine Computerstimme macht. So, aber jetzt ohne Witz, Linda. Warum hast du dir? Ach, egal. Weißt du was? Zeitschriften-Abo kündige ich bald. Das kündige ich für dich, ne? Dann haben wir das nicht mehr hier. Schaut mal, was die sich da für blöde Zeitschriften... Du brauchst nicht solche Zeitschriften. Wozu? Das ist alles Klump. Das hier Zeitung lesen. Viel besser. Vanessa. Prühlt 1 Euro raus. Für die Gang. Hashtag Leckerli. Ich will jetzt nicht nochmal Hashtag Leckerli machen. Ich hab jetzt erst doch viel eingespielt. Ich komme hier sonst nicht weiter.
Aber weißt du was, wir hauen hier irgendwas rein, bitte. Was können wir hier reinhauen? Ach, weißt du was, ich hau nur kurz rein hier. So, ging doch. Okay, also wir planen so, wir fahren mit einem BMW M5. Werden wir fahren, der hat kugelsichere Reifen, ja? Wenn er nicht geklaut wird draußen. Ich habe ihn draußen abgestellt, direkt vor der Tür. Und wenn wir den jetzt geklaut bekommen, also wenn den jetzt jemand klaut draußen, haben wir echt ein Problem. So, den nehmen wir auf jeden Fall. Mit dem werden wir, warte mal, zu welcher Bank fahren wir überhaupt hin dann? Das ist jetzt die Frage der Fragen, ne? So, wenn wir wieder in die Auslandsbank da oben hin, also da diese, ach, wir werden die mal machen. Die habe ich noch nie erfolgreich überfallen, die werden wir machen. Ich werde mich hinten einpacken, ihr kommt mit. Und dann werden wir die Kameras ausschalten, ja? Ich mache die Kameras aus, geh rein. Ihr müsst mir nur Rückendeckung geben, ja? Alles klar. Habt ihr noch eure Waffen? Warte, zeig mal her hier. Das ist der Sound für Spende. Alles klar. Nactros prügelt einen Euro raus. Kleine Spende, bitte. Dankeschön für deine Spende. Eine kleine Spende geht immer. Prügelt da raus, ja, dankeschön. So, also, Magazin voll bei dir. Ja, sieht gut aus. Ein paar Schuss haben wir eh noch mit, ne? Nehmen wir so ein bisschen ins Auto mit. Und bei dir auch, alles klar? Ja, alles da. Warum hast du eigentlich eine AK und wir haben eine M4? Ich bin sowieso komplett ausgestattet, nicht so wie ihr. Das hat sich gereimt. So, gehen wir mal hier rein. Ja. Wir können erstmal hier den ganzen Tag lang pennen und dann würde ich sagen, geht's los hier. Ich gehe mich noch schnell fertig machen. Ich gehe unter die Dusche noch. Warte mal, mach mal hier zu die Tür. Hilfe, ich mach die Tür nicht zu. Die Tür geht nicht zu. Okay, alles klar. Ich gehe mal in die Dusche. Du sollst mit dir nicht hinschauen. Ach, Tür geht von automatisch zu. Okay. So, ich dusche mich hier jetzt nochmal fertig. Oh, special Soundeffekt hier. Okay, ich bin fertig. So. Okay, und nochmal aufs Klo gehen, eine Runde, und dann sind wir hier auch fertig. Wunderspülen brauchen wir nicht. So. Alles klar bei euch? Okay. Ich würde sagen, wir legen uns mal eine Runde hin. Und dann schauen wir bis zum nächsten Tag, ne? Ja, machen wir das so. Alles klar. So, dann legen wir uns jetzt eine Runde hin und warten jetzt, bis der nächste Tag anbricht. Ich hoffe, wir schaffen das heute alles, dass wir richtig schön gut ausgeschlafen sind. Wenn wir nicht gut ausgeschlafen sind, haben wir halt ein Problem. Und Zeitsprung! Hallo, ich bin wieder wach. Oh, das war gerade so realistisch, ne? So, nächster Tag ist angebrochen. Wir werden jetzt die Bank ausrauben, liebe Leute. Wir rauben jetzt die Bank aus, ja? Wir sind wieder mit am Start. Gut, nehmen wir hier die Waffen mit. Alles klar, alles okay. Jetzt hoffen wir nur, dass unser BMW noch vorne steht. Wenn er jetzt nicht mehr vorne steht, haben wir echt ein Problem. Dann müssen wir ein neues Auto holen. Und das ist echt blöd, wenn wir ein neues Auto brauchen, ne? Ne? Ne, ist blöd. Da müssen wir ein neues suchen. So. Little Franklin und Linda, kommt mit. Wir gehen jetzt. So, ich hoffe, das Auto steht jetzt draußen. Wenn es jetzt nicht draußen steht, haben wir echt ein Problem hier. Okay, steht noch da. Er steht noch da. Wir sind komplett vollzählig. So, wo ist Linda? Linda, wo bist denn du? Linda, wir vermissen dich. Hallo. Das ist der Sound of a Spende. Alandio. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Alandios King Puteuros. Soll ich meinen Namen zu Alan machen? Kannst du machen, wie du willst. Aber danke für deine Spende. Nektros bringt auch nochmal einen Euro raus. Bekomme ich Mod. Nee, Mod wird man hier derzeit nicht, weil wir suchen derzeit noch keine Mods. Also sollten wir mal Mods suchen, dann wird das irgendwo preisgegeben, aber derzeit nicht. Wo ist denn Linda hin? Aber danke schön für eure Spendeln. Linda braucht mal wieder etwas länger, ne? Muss ich noch fertig schminken, so wie es aussieht. Braucht so lange, die hat gesagt, wir sollen rausgehen, oder was? Alles klar. Das warten wir, bis Linda fertig ist. Und dann geht's los, liebe Leute. Dann gehen wir. Ich hoffe nur, niemand klaut mein Auto. Alter, wenn jetzt jemand mein Auto klaut, bin ich echt sowas von gearscht, kann man sagen. Also, wo sind wir hier? Wir müssen Linda rausholen. Linda kommt nicht zurück. So, wo kann ich mir die Linda wieder herholen? So. Alle da? Hallo? Oh ja, wir sind jetzt wieder vollzählig. Alles klar. So, Linda hat wieder ein bisschen länger gebraucht. Gut, wir fahren jetzt hin. Warte mal, Rüstung braucht man doch, ne? Also ich zumindest. Ihr habt schon eine, oder? Boah, ihr seid ja richtig gut ausgestattet. Ja, ich hole mir noch eine Rüssi. Eine kugelsichere brauche ich noch. Ihr seht, ich habe keine. Da müssen wir noch wo einbrechen. Aber wir haben Gott sei Dank jetzt viel Zeit. Wir können ja, warte mal, in die Richtung einmal fahren. Da kommen wir, glaube ich, bei so einem Ding vorbei, oder? Ja, tatsächlich, hier, oder? Oder, warte mal, oder ist es weiter hinten? Ja, das ist, glaube ich, weiter hinten. Och nee, wobei ich kann einmal weiter nach hinten fahren und dann fahren wir vorne, ja. Passt, dann machen wir das so. Wir fahren einmal durch und dann fahren wir nach hinten und dann geht die Ausrauberei los. Boah, ich bin so gespannt, ob wir es heute mal schaffen. Ich meine, ich habe es bis jetzt nicht einmal geschafft, mit dem Auto abzuhauen, nur mit dem Motorradl. Ich meine, sowas musst du mal schaffen, ne?
Wir müssen nur schauen, dass die Cops uns auch nicht irgendwie auf die Pelle rücken, weil wir sind zu dritt Kinder im Auto. Bisschen auffällig. Ich glaube, auffälliger geht's nicht. Nee, es geht echt nicht auffälliger. Das ist einfach nur geil. Okay. Aber auf so eine Idee musst du kommen. Als Kind so ein M5 zu fahren, aber wir sind falsch abgefahren. Gut, ich habe keine Navi drin, sorry. Oh, doch, habe ich, aber ich benutze es nicht. Ich bin Kind, ich weiß nicht, wie ich es benutze. So, ich weiß nicht mal, wo ich hinfahren muss. Okay. Und runter geht's. Und runter geht's. Nee, wir schaffen das, Leute. Ich habe jetzt echt... Also, wenn ihr auf den Like-Button vorhin gedrückt habt, wie ich gesagt habe, wir machen Like-Hype, dann schaffen wir das, ja? Dann drückt uns die Daumen. Wir werden dann, bevor wir es noch machen, noch einen Like-Hype rausspaßen, dass wir wirklich die Daumen gedrückt bekommen von euch. Oh, ich fahre die mal um hier, ne? Interessiert eh niemanden. Okay, also wir gehen noch schnell zum Waffenshop. Rauben den schnell aus, wegen kugelsicherer Weste und so weiter. Und dann geht's los. Hier rechts ist die Bank, ja? Da fahren wir jetzt noch schnell statt vorbei hier. Ja, tschüss, Bank. Weil ohne kugelsichere werde ich da nicht reingehen, ohne Witz. Weil die Cops sind so schnell da. Aber ich glaube, beim BMW M5 können die nicht mithalten. Also das Ding geht so ab. Wir haben einen richtig aufgetunten Wagen. Ich meine, wir haben sogar kugelsichere Reifen drauf. Wenn wir es damit nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht so. Die Gang steigt aus. So, möchte sich auch schnell jemand ein Tattoo stechen lassen, bevor es in den Knast geht? Ah, nicht Spaß. Okay, wo sind wir hier? Ammunition müssen wir raus, ne? Ja, gut. Oh, guck mal, schönes Süßchen hier eigentlich, ne? Also wenn wir zu zweit werden, dann wäre es auch okay. Dann könnten wir auch die nehmen, aber... Weiß der M5, denke ich mir, viel Platz. Für die Beute auch. Müssen wir hier wieder einbrechen, habe ich recht? Habe ich recht? Natürlich. Wir müssen hier wieder einbrechen. Ah, ich hab's schon wieder gewusst, dass wir einbrechen müssen. Weil ihr nichts offen hat, so. Schau mal, Monday to Friday. Von 12 bis 10... Warte, was haben wir heute? Wir haben Samstag und die Bank hat offen. Na geil. Bis 10... Ach, schaut, der hat zugesperrt. Alles klar. Ach so, nee, 10 am Abend, ne? Oh. Na gut, da müsste der noch offen haben. Ah gut. Aber brechen wir mal ein. Vielleicht hat er gerade Urlaub. Wissen wir ja nicht. Also ihr könnt draußen bleiben. Ihr müsst nicht mit rein. So, zack. Drin bin ich. Ja, du kommst mit rein oder was? Natürlich, so. Dann bedienen wir uns hier noch schnell. Hier die ganzen Sachen nehmen wir mit hier. So, gebe ich mal wieder mal Rüssel. Weil wir müssen es ja realistisch halten, so. Immer voll aufgerüstet. Gut, dann nehme ich hier noch ein bisschen die Scheinchen mit, die hier noch drin sind. Genau den Sack hier. Ich meine, der ist ja nicht da, der ist immer auf Urlaub, der Typ. Also in letzter Zeit sind die immer nur auf Urlaub, kommt mir so vor. So, den auch noch hier zusammen. Alles klar, perfekt. So, wir gehen wieder. Die Gangs mit am Start. Options, go to doors. So, durch die Tür durch. Sind jetzt alle hier? Ne, so, jetzt sind alle hier. So. Jetzt geht's los, liebe Leute. Jetzt gehen wir die Bank ausrauben. Ich würde sagen, wir machen noch einen Like-Hype. Drückt uns jetzt die Daumen, Leute, dass wir das schaffen. First try zu dritt, ja. Brühl da raus hier. Wir machen Like-Hype dafür. Dass wir die Bank schön ausrauben können heute. Wisst ihr, was das Geile ist? Wenn wir wirklich diese Banken heute ausrauben, ja, dann werden wir in der nächsten Folge höchstwahrscheinlich einen Plan schmieden, die fette, riesengroße Bank auszurauben, ja. Das wird dann auch noch kommen, aber wir müssen uns eben noch auftrainieren. Dafür müssen wir kleine Banken ausrauben. Weil, ich meine, wir müssen daraus lernen, Leute. Wir müssen lernen, wie man eine Bank richtig ausraubt. Oder müssen wir erstmal bei kleinen Sachen anfangen. Habe ich auch schon im letzten Stream gesagt, ne, dass wir das so machen müssen. Weil wir wollen es ja eher realistisch halten. Wir sind zwar Kinder in einem BMW M5, aber wir sind realistisch hier. Okay, wir sind gleich bei der Bank, so. Boah, ich hoffe so sehr, dass wir das schaffen, ne? Wie schlimm wäre das, wenn wir es nicht schaffen würden? Okay. Ich packe jetzt schon mein Auto hier ein. Sollen wir hinten parken? Nee, wir packen vorne. Ich lasse den Wagen rennen. So, den lassen wir... Warte mal, in welche Richtung hauen wir eigentlich ab? In die Richtung oder in die andere? Weil ich wäre... Warte mal, wenn wir in die Richtung fahren, haben wir ein Problem. Da vorne kommt nämlich ein Militärgebiet. Da werden die uns aufhalten wollen. Ich würde sagen, ich drehe um jetzt. Und dann fahren wir in die gegengesetzte Richtung, wenn wir da ausrauben, ne? Machen wir das genau so. Okay, passt perfekt. So stehen wir dann da. Radio auch nochmal schnell gechanged, genau. Dann lassen wir den Wagen mal an hier. Dann hoffe ich mal, dass wir das heute mal schaffen. Alter, ich bin so gespannt, ob wir das hier machen jetzt, ne? Alles klar. Alles ist vorbereitet. Ich würde sagen, wir melden da jetzt rein und machen das jetzt zu einem richtig krassen Banküberfall, ja? Okay.
Also wenn wir das heute nicht mehr schaffen sollten, ihr könnt gerne abonnieren und aufs Glöckchen drücken. Und verpasst es nicht, wenn wir es mal schaffen, okay? Okay, rein geht's. Alter, es sieht so Gangster aus einfach. Wie die Kinder da kommen. BMW 5. Das ist ein Überfall. So, ich mach mal hier die Dinge aus hier. Ganzen Kameras. Okay, okay, okay. Noch eine Kamera. Da geht's vorne hin. So, alles klar, alles klar, alles klar. So, du gehst jetzt raus hier. Du gehst jetzt raus. Hallo. Du musst rausgehen hier. Und du machst mir jetzt den blöden Tresor auf, ja? Lass mich hören. Tresor aufmachen jetzt. Und ihr gebt mir bitte Rückendeckung, ja? Linda und Little Franklin müssen mir jetzt Rückendeckung geben. Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Wir müssen uns an uns denken. Ja, wir schaffen das. Okay, alles klar. Ich komme rein. Ich melde jetzt rein hier. Okay, okay, okay. Okay, wir schaffen das. Und bohren. Ach nee, Bohrer. Überhitzt. Schau, das müssen wir noch lernen. Also wenn wir mal eine fette Bank ausrauben sollen, dann sollen wir das auch mal besser können hier. Okay, erster ist durchgebohrt. Alter, wenn wir nicht Gangster sind, dann weiß ich auch nicht. Die Gang, Alter, die Bankraub-Gang kommt hier. Die Kinder-Bankraub-Gang. Wir sind so Gangster. Keiner ist so Gangster wie wir. Okay. Wir schaffen das. Wir sind gleich durch, okay. Karl-Heinz hat's gleich. Und wir sind durch und noch ein bisschen. Okay, wir haben's. Und dann müssen wir ganz schnell irre weit weg raus und dann hat sich die Sache. So, und raus. Raus geht's. Entschuldigung. Wir müssen jetzt schnell raus hier. Wir brauchen jetzt sicher wieder eine Stunde, ne? Hab ich recht? Komm, jetzt geht mir nicht am Piss hier. Die ganzen Cops kommen schon, die Cops kommen. Hey, hey, hey. Komm, steigt schnell ein. Was macht ihr? Ihr müsst reinkommen. Die stecken hinten drin, Leute. Die stecken hinten drin. Die kommen da nicht raus. Warte mal, ich muss sie leider herholen. So, sonst geht's nicht. So, kommt schon her. Hinterausgang am besten. Das ist unser Hinterausgang, ja. Naja, aber die wären sonst nie wieder rausgekommen, ja. Wir machen es trotzdem realistisch. Wenn wir ja trotzdem Hinterausgang. Okay, okay, okay. Oh, durch hier. Boah, die ballern raus. Ach, du Heiliger. Der Wagen ist schon sowas von im Arsch. Aber wir schaffen's. Über die Berge? Sollen wir über die Berge? Immer, wir haben jetzt kugelsicher. Wir sind komplett kugelsicher ausgestattet heute. Das ist schon mal ein riesengroßer Vorteil, wo der die Waffe raushält. Also kleines. Das feier ich. Alter, ist das laut hier. Die ballern richtig auf uns. Da haben wir aber keinen Bock auf uns. Alles klar. Hört mal auf rauszuballern, ey. Das macht mich voll wild jetzt. Also wir fahren schon über die Berge. Ich habe schon einen kleinen Plan, ja. Ich habe schon ein bisschen was überlegt. Ich hoffe nur, unser Auto hält das durch, ne? Ach nee, der driftet durch. Blöder Hinterradantrieb, ohne Witz jetzt. Der driftet komplett durch. Also hätte ich das gewusst, hätte ich einen anderen Wagen gekauft. WZW gestohlen, ne? Weil kaufen geht schwer als Kind. So. Wobei wir haben eh genug Geld. Vom letzten Bankraub noch. Rauf die Schüssel. Alter, jetzt bring die blöde Schüssel endlich rauf hier. Nee, das kann ich vergessen, Leute. Das kann ich richtig vergessen. Kann ich, glaube ich, richtig abhaken jetzt mit der Schüssel hier rauffahren. Wobei, warte mal, mit ein bisschen Glück noch. Nee, kann ich vergessen. Das bringt sich nichts. Der Wagen dreht durch. Er dreht komplett am Rad ab hier. Okay. Oh. Ach du Scheiße, hätte ich auch nicht machen sollen. Warum, die ballern die ganze Zeit auf uns. Die geben keine Ruhe. Ach du heilige Scheiße, schau mal, wie viele Autos kommen. Okay. Oh, ich hab einen Hasen überfahren. Entschuldigung, es tut mir so leid. Okay, wir sind auf der Flucht. Wir schaffen das. Was macht denn der LKW? Was macht denn der? Alter, der ist gerade erstmal rübergedriftet. Da dachte er sich so, jo, ich fahr doch mal lang, ne? Ich hab grad richtig Bock drauf. So macht man das, LKW-Fahrer, ja? So driftet man richtig. Das ist einfach das Problem. Ich glaube, der Wagen ist so extremst am Heck belastet. Also, man merkt, BMW baut ja Heckantriebautos ziemlich krass zum Driften und dann sowas. Vielleicht nicht die beste Idee gewesen, so ein BMW zu holen. Ich dachte, es wäre gut, weil er schnell geht, aber... Der geht ja richtig quer, der Wagen. Das ist nicht so toll.
Die sind nicht so toll für diese... Boah, jetzt hört mal auf hier. Das ist der Sound auf die Spende. Michael Neumeier auch wieder mit am Start hier. Grüß da 2 Euro raus. Danke für die Antwort. Hab noch ein heftigeres Bild. Dann lass rüberwachsen. Der hat nämlich mir so ein Bild gepostet. BZD gesendet. Wo sein Auto einfach mal stecken geblieben ist. Mitten in der Wand. Den geht ja online. Einfach nur Classic. Okay. Oh! Oh mein Gott! Bitte wie? Bitte was? Bitte wo? Okay, okay. Also man merkt der Wagen, also wir müssen so abhauen. Wir haben 4 Sterne noch immer. Michael Neumann, nochmal 2 Euro. Ich hab's die Geschichte, steckt in der Mace Bank. Ja, cool. Mace Bank, das schau ich mir dann an. Auf jeden Fall. Wie schaffst du das, dass du die ganze Zeit mit deinem Auto irgendwo stecken bleibst? Ohne Witz jetzt. Da muss man ja Fast Skills haben, dass das sowas passiert. Aber schau mal meine Fast Skills an, ist auch nicht gerade besser. Weil wir die rausballern, ununterbrochen am Rausballern hier. Okay. Dankeschön fürs Reinfahren. Ich habe eine Idee. Mr. Krabs, ich habe jetzt wirklich eine Idee. Wir werden wieder Richtung, haben die da vorne eine Straßensperre, ich glaube. Wir werden Richtung Zuggleis fahren, ja. Dass wir da wieder vielleicht raufkommen können. Und dann die so abhängen. Das wäre dann das erste Mal, dass wir wirklich hier durchgekommen sind. Aber das Gute ist, wenn wir zu dritt sind, bekommen wir echt nicht so viele Probleme mit der Polizei und so. Weil die ballern die da hinten ab und vorne überall, ja. Du musst dich nicht so drum kümmern. Aber es ist ziemlich laut. Okay. Da hinten ist dann nämlich, glaube ich, irgendwo Bahnstrecke. Schaut mal, wie die hier alles... Ja, genau. Ich fahre einfach durch. Das ist einfach, weil der BMW zu krass ist. Aber nach dieser Verfolgungsjagd müssen wir dann entweder reparieren... Oh, und schon wieder ein Tier. Und schon wieder... Es tut mir so leid. Es tut mir so unglaublich leid. Ich habe es nur angefangen. Glaubt mir, Leute, denen geht's gut. Hier wird keiner wirklich verletzt in diesem Spiel. Nein, nein. Denen geht's gut. Gut gemacht. Ey, der Wagen. Wir sollten uns echt vielleicht einen neuen Wagen holen. Weil der ist einfach sowas von Hinterrad belastend. Aber müssten wir den theoretisch tunen. Das wäre auch wieder cool sicher haben. Aber warte, hier ist. Boah, wir kommen da sogar hin. Also wenn wir jetzt viel Glück haben, ne? Die Polizei echt zu blöd ist für alles, dann schaffen wir es jetzt. Brühe nochmal auf den Like-Button ein, dass wir das hier schaffen, ja. Also wenn wir das schaffen, dann habt ihr heute echt schon richtig krass hier die Daumen gedrückt für uns. Okay, und los geht's. Das ist der Sound auf die Spende. Team Wagner, brüht 2 Euro raus. Bester Hund, Hashtag Like-Hype. Hau mal raus, wenn wir es geschafft haben. Dankeschön, Team Wagner, für 2 Euronen. Brüll da raus hier. Ich werde Ihnen einen Hubschrauber empfehlen. Ach, ein Hubschrauber? Und nochmal besseres bei mir. Ja, ich hab's mit dem Flugzeug probiert. Das Problem ist, Hubschrauber und Flugzeug braucht erstmal eine Stunde, bis der Motor anläuft, ja. Dann stehst du wie ein Idiot. Dann kommt schon die Polizei und rast dir mit extrem krasser Geschwindigkeit in den Hubschrauber oder ins Flugzeug rein, dass du in die Luft gehst. Weshalb ich das dann nicht mehr benutzt habe, ja. Also das Flugzeug habe ich so oft probiert, danach nie wieder. Okay, wenn wir jetzt leise da drin bleiben, dann schaffen wir es noch. Boah, das ist aber hell hier drin. Das ist die perfekte, eigentlich die perfekte Lösung, um die Cops loszuwerden, ne? Hier abzuhauen direkt. Also wenn wir das jetzt geschafft haben, Leute, dann ist es echt krass. Jetzt darf nur kein Polizist von hinten oder vorne kommen. Boah, warte mal, ich fahre hier ein Stück zurück, bevor der Helikopter hier reinkommt. Aber die sind so blöd dafür, ne? Ich hoffe aber, es kommt kein Zug oder sowas in der Art. Das war auch nicht so von Vorteil, wenn da... Oh, wir sind hier losgeworden! Wir haben... Was? Okay, 45.000 bei so einer kleinen Bank ist schon okay, aber wir haben es geschafft, Leute. Ich muss sagen, also in der Crew ist es viel, viel einfacher, weil die einfach irgendwie den Rücken frei halten. Der Wagen war auch gut, weil wir endlich mal keine Platten bekommen haben. Ja, das ist auch schon mal gut. Aber hecklastig, ne? Ich glaube, wir nehmen einen neuen Wagen, aber mal schauen. Wir prügeln hier erstmal ein bisschen Money Rain raus, weil wir es heute geschafft haben. Also, das ist First Try, Leute. Where the money in the bags. Sollen wir ein Like-Up dafür raushauen? Da kommen wir nochmal ein Like-Up dafür raus, Alter. Wir haben es geschafft, Leute. First Try. Ihr habt so krass auf den Like-Button gedrückt, dass wir es geschafft haben, ja? Abnormal. Oh mein Gott, ich darf nicht so viel tanzen, Alter. Sonst wäre ich noch als Booster so. Wo kommst du? Ah! Ist das gerade... Leute, ist das gerade wirklich passiert?
Ob das hier gerade ernsthaft passiert ist, frage ich mich gerade. Leute. Hallo? Ich frage mich gerade, ob das... Wisst ihr, was mir vorkommt? Dieses Spiel hasst mich. Jedes Mal, wenn ich eine Bank ausraube, ja? Irgendwas geht immer schief. Irgendetwas geht immer schief. Ich glaub's nicht. Ist das gerade ernsthaft passiert? Das ist gerade nicht ernsthaft. Jetzt kann ich sind meine Bodyguards auch weg. Warte mal, jetzt muss ich da wieder hin. Alter, wie kann sowas passieren? Sorry, ne? Aber sowas dachte ich nicht, dass passiert. Ich habe mir alles gerade erwartet. Nur das. Das war gerade einfach zu viel. So, geht's euch gut? Das ist... Oh mein Gott, was ist denn das für ein Ding? Ach, du bist so... Okay, ich dachte gerade. Geht's euch gut? Warte mal, ich muss mich wieder adden, ne? Weil ich gestorben bin. Ich muss mich wieder abholen. So, dass ich mich her teleportiert habe. Aber ich will jetzt nicht alles hierher fahren. So, dass ich meine Bodyguards wiederholen. Da muss ich nämlich schauen. Warte mal. Next Player, irgendwie Bodyguard. So, du und du auch. So, jetzt sind wir wieder zusammen. Alles klar, ich habe euch wieder geholt. Alles klar. Mit dem habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. Unser Geld ist wahrscheinlich wieder losgeworden, so wie es aussieht. Uns bleibt einfach nichts erspart in diesem Spiel. So, wie kommen wir... Ach du Heiliger, wie kommen wir da jetzt wieder weg? Pff. Weißt du, bester Ding zum Sterben hier. Jetzt kommen wir wieder alles rüber. Aber das ist so typisch. Ah, kommt ein Zug, aufpassen, kommt her. Kommt her hier. Her, kommen Sie her. Bitte sagt nicht, ihr werdet überfahren. Alter, mach schneller, Linda. Boah, das war gerade übelst knapp, Linda. Komm her. Was machen die? Alter, was machen die für eine Kacke? Du wirst gleich überfahren, weißt du das eigentlich? Und tschüss. Tut das nicht irgendwie weh? Ja, das hat wohl wehgetan. Warte, ich komme zu euch. Geht's euch gut? Brauchst du erste Hilfe, Carsten? Bin schon hier, hallo. Was, die lebt noch? Hallo, was, wie hast du das überlebt, bitte? Du bist echt zäh. Zäher geht's nicht. Ich dachte schon, die direkt da gleich ab da oben, aber die hat's gerade geschafft. Okay. Panzerung oder was? Gut, wir brauchen neues Auto, Leute. Wir brauchen neues Auto. Kohle ist anscheinend weg. Habe ich das Gefühl. Außer wir haben es noch in den letzten Sekunden aufs Bankkonto gezogen, aber haben wir nicht. Natürlich nicht, das ist ja Goldbarren, die sind draufgegangen. Ah. Wobei, ich glaube, ich habe sie noch eingesteckt, oder? Keine Ahnung, ob sie mir... Nee, die haben es mir abgenommen. Wobei, vielleicht habe ich es auch im Rucksack drin. Oh, schaut mal, da unten ist ein schöner Hirsch. Wir brauchen nur ein Auto, Leute, dann hat sich das. Stimmt, wir könnten ein Taxi holen. Da schreibt gerade jemand ein Taxi. Was ist denn die Nummer vom Taxi? Ich habe gerade keine Kontakte drin. Oder warte, ich habe noch eine gute Idee. Wir rufen mal 911 an und fragen mal nach einem Krankenwagen. Alter, wenn der jetzt ein Krankenwagen kommt und wieder den Clown, das wäre jetzt so geil. Oh ja, das machen wir jetzt. Okay, wir brauchen einen Krankenwagen. Notarzt, bitte. Jetzt bin ich gespannt, ob da ein Notarzt kommt, Leute. Also wenn da jetzt ein Notarzt kommt, dann weiß ich auch nicht. Warte mal, machen wir hier mal schön, ne? Ich dachte schon, was sind hier so schrecklich schier hier, aber machen wir es erstmal schön. So. Warten jetzt ein bisschen auf den Notarzt, der kommt gleich. Ich höre ihn zwar noch nicht, aber wir warten. Hört der schon was? Also ich nicht. Wie geil wäre das, wenn der jetzt daherkommen würde und wir klauen ihn einfach mal. Drei Kinder auf dem Weg nach Hause, suchen sich ein Auto und dann kommt die Ambulanz und sie klauen einfach mal. Einfach so das Auto. Polizei war auch geil, ja. Aber da sind wir direkt im Arsch. Also mir kommt vor, ich höre was. Ah, nee. Warte, war das ein Helikopter? Da oben ist irgendwo ein Helikopter, Leute. Wir könnten uns ein Helikopter... Oh, warum ist ein Helikopter? So mit denen zu holen oder so? Voll unrealistisch und so, ja. Können wir machen. Oder wir finden vielleicht hier ein Auto irgendwo. Ja, das wäre auch schön. Ja, BMW ist komplett Schrott. Tut mir echt leid für den BMW, aber... Ja, ist komplett im Arsch. Kannst nichts machen. BMW ist ihre weit weg Stadt. Jetzt können wir erstmal wieder neu ausrauben. Warte, da vorne... Da vorne ist ein Campingwagen. Warte mal, den können wir klauen. Der müsste easy zum Klauen sein. Und da vorne sind ein paar Leute. Sollen wir die überfallen? Komm, die überfallen wir schnell. Ich hab gerade eine richtig geile Idee. Komm. Komm her, du. Dann überfallen wir schnell. So, nimm mal den mit. Sollen wir den mitnehmen? Ihr müsst sagen, ob ihr den mitnehmen sollen. Ja, ich kann den nämlich mitnehmen, wenn ihr wollt. Sag mal. Ich weiß ja nicht. Müsst ihr entscheiden. Ich möchte nicht entscheiden hier. So, warte mal. Kann ich den ziehen? Eigentlich kann ich den ziehen, ne? Ja, warte so.
Müssen wir jetzt, oh, ja, da, pf, was machst du da oben? Müssen wir jetzt mitnehmen hier. Hallo, runter da. Geh runter da. Das ist doch so scheiße. Ey, wo bist du jetzt hin? Ach, okay. Wir schmeißen den einfach runter, okay? Nee, der ist weg. Das ist jetzt schon ihre Waldwerkstatt. Okay. Wir klauen uns den Wagen da oben. Ah, warte mal, da ist noch einer. Ich glaube, dem gehört das Ding da, ne? Das ist der Angler. Dem gehört das. Warte mal. Hallo, Herr Angler. Wir brauchen Ihr Ding, deshalb prüfe ich Sie schnell zu rein, ne? Oh, oh, da steht, da lebt er doch, Opala. Jetzt haben wir einen Stern bekommen, wirklich? Ich habe doch nichts gemacht hier. Warte mal, ich ziehe mal darüber. So. Alles klar. Komm, steigen wir schnell ein hier. Oh mein Gott, was ist, haben wir da überhaupt alle Platz? Na gut, das war gerade eine Schnapsidee, ne? Ja, das war wohl eine Schnapsidee. Gut, dann warten wir auf den Polizisten oder kaufen wir einfach das Auto. Das ist auch eine Idee. Warten auf einen Polizisten, genau. Wir tun dann so, als wären wir Kinder, ja? Und wenn er da ist, dann kaufen wir einfach sein Auto. Also da hinten kommt er schon. Kommen von beiden Seiten, aber wir nehmen den hier, ja? Okay, Leute, jetzt gefasst machen und Waffe zücken! Alles klar, schnell einsteigen, der Sheriff kommt. Der andere Sheriff kommt. Kommt, steigt ein, steigt ein, steigt ein. Na, so kannst du auch, du kannst auch ganz schön 3 Sterne kriegen. Boah, das ist jetzt episch. Okay. Wir haben Polizeiauto geklaut. Das ist ja nicht so schlimm, ne? Ja, schrei nicht so blöd. Ach du Scheiße, wir haben ein Polizeiauto gerade geklaut. Jetzt müssen wir erst wieder die Cops loswerden. Das haben wir toll hinbekommen. Au. 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 Nein, nein, nein. Das ist eine blöde Idee. Wer ist auf die Idee gekommen, mich da rein zu schubsen? Ach nee, ach nee. Wer ist auf diese dumme... Wer kam auf diese Idee gerade? Ohne Witz. Wer hat mich da gerade reingeschubst? Irgendjemand hat mich da gerade reingeschubst. Ich weiß nicht, wer es war. Ist mir auch scheißegal. Aber irgendeiner hat mich da reingeschubst gerade. Was ist los heute? Sag mal, warte mal. Jetzt muss ich hier alles wieder zurücklatschen. Die wieder abholen. Boah, ich hab echt keinen Bock, ne? Weißt du was? Ich glaube, ich hole mir da jetzt ein Auto und hol die ab. Weil hier gibt's Autos. Leute, ich hole die ab. Ich hole mir da jetzt ein Auto und dann holen wir die ab. So sieht's aus. Na gut, die überleben auch alles. Die sind ja intens gepanzert, im Gegensatz zu mir. Ey, hier, da vorne. Ich bin Kind, darf ich mitfahren? Ich bin mit von mir. Und ich fahr mit. Aua, aua. Sie haben gerade ein Kind überfahren hier. So ein... Piep. So. Also da vorne ist ein Auto. Das ist der Sound of a Spende. Nektros, bring nochmal 1 Euro raus. Magst du GTA 2? Um ehrlich zu sein, GTA 2 habe ich noch nie gespielt. Das ist halt die 2D-Grafik, ne? GTA 2. Ja, ja. Die alten guten GTA-Teile, die ich nie gespielt habe. Mein erstes GTA war GTA Vice City. Wie es rausgekommen ist, habe ich das mal bekommen. Und das war mal erstes GTA tatsächlich, ja. Aber Dankeschön für das Spendenprügel raus hier. Oh, na, na, na. Ich suche ein schönes Auto. Es sind nur blöde Autos, die rumfahren. Schaut mal. Was soll ich mit dem Wagen hier? Was soll ich damit? Nee, ohne Witz, was soll ich damit? Okay, ich klaus einfach. Es stand eh offen. Achtung, Retourgang einlegen und los geht's. Wenn ich ein schöneres Auto finde, dann hole ich mir das. Aber wir müssen jetzt erstmal unsere Kollegen wieder abholen hier. Und dann geht's wieder los zum nächsten Bankraub. Wir haben es ja fast geschafft. Oh, warte, hier. Der Geländewagen. Der ist doch nice. Der gefällt mir. Damit komme ich auch gut im Gelände klar. Hallo, aussteigen, du. Du ist jetzt meins. Ist jetzt meins. Hallo. Darf ich mit einsteigen? Ich hab meine Eltern verloren. Tschüss. Ich bin so typisch ich, ne? So. Und los geht's. Wir haben Chevrolet. Das passt schon so. Müssen wir hier nur noch Weather? Extra Sunny. So. Ich drück dieses Wetter einfach nicht. Mag ich nicht. Wenn es so düster ist. Nee, das kann ich einfach nicht. Okay. Aber wir sind gleich wieder da. Haben es gleich geschafft. Gleich holen wir wieder unsere Kollegen ab und dann geht's wieder weiter. Das tatsächlich, weißt du, ich hab mir schon gedacht, Alter, jetzt nicht stecken bleiben. Das war wieder mal der größte Fail meines Lebens. Ich bin da rechts rübergefahren. Ich dachte nicht, dass da was kommt und auf einmal kommt ein Zug. Dann hat er mich zwischen Mauer und Zug Polizei. Dann hat er mich zwischen Mauer und Zug reingeschmissen. Dann bin ich schön in die Luft gegangen. Herzlichen Glückwunsch. Das habe ich mal wieder toll hinbekommen. Das kriegt nur der Hund hin. Das kriegt sonst keiner hin. Nur ich. Weißt du, ich denke mal so, first try. Also, wir haben es geschafft.
zu schön, um wahr zu sein. Es ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Aber dieses Mal, Leute, dieses Mal schaffen wir es, okay? Dieses Mal schaffen wir es wirklich. In der Zwischenzeit, während ich meine Leute hier abhole, könnt ihr gerne, wie er es so gemacht hat, abonnieren und aufs Glöckchen drücken, damit ihr nichts mehr vom Hund verpasst. Und ihr könnt auch gerne bei Instagram vorbeischauen, da bin ich sehr aktiv und da wird auch immer gepostet, wenn ein neues Video kommt, wenn YouTube mal wieder zu blöd ist, überall Benachrichtigungen rauszusenden, die auch die Glocke gedrückt haben. Passiert manchmal, ja, tatsächlich. Oh, jetzt müssen wir da runterfahren, na toll. Alter, jetzt wird so dunkel, die Armen, Alter. Sitzen die da auch immer im Auto drin oder was? Schnorcheln eine Runde. So, Blinker setzen, genau, und dann runterfahren. Und ich dachte schon, wir haben es, weißt du? Ich dachte schon, wir haben es. Aber gut, es waren 45.000, das war jetzt nicht die Welt. Da hatten wir schon mal mehr bekommen. Wenn wir jetzt nochmal eine Bank ausrauben, kriegen wir richtig viel Cash, sicher. Aber diesmal fahren wir zu einer anderen Bank. Die Bank da oben ist echt blöd, finde ich. Ich weiß nicht, warum, aber die ist echt blöd. Ich würde sagen, wir machen heute mal in der Stadt wieder. Weil in der Stadt haben wir dieses System, aber da werde ich mir einen Plan machen. Wir werden noch nach Hause fahren und dann werden wir uns einen Plan machen. Oh, das sind Quadfahrer. Und dann werden wir dorthin fahren. Und dann weiß ich schon genau, wo ich hinfahre. Oh, Michael Neumeier, 5 Euro brüllt raus. Mein Freund hat mich mit dem Heli in der Luft abgestellt, wenn wir ein Duell machen. Oh, jetzt habe ich es nicht lesen können. Ach, ich muss das länger einstellen. Ich habe es immer nicht gemacht, die faule Sau. Ich muss es länger einstellen. Ich bin so toll. Also mache ich extra die Auslesefrau aus und dann sowas. Ich kann gleich nachgucken. Ich kann gleich nachgucken dann. Ich die Leute das hier mal abhole. Guck ich nach. Weil ich meine, es waren über 5 Euro. Brüll da raus hier, das ist schon viel. Und ich hole meine Freunde ab. Hallo, wie geht's euch? Seid ihr noch immer... Wollt ihr mir sagen, ihr seid dann noch immer drin? Was ist denn mit euch los? Warte mal. Muss ich hier Bodyguards... Wo sind meine Bodyguards? So. Du bist jetzt ein Bodyguard von mir. Und wer ist da noch drüben hier? Musst du auch noch irgendwo ein Bodyguard sein? Boah, ich sehe nichts. Es ist so dunkel hier. Ich check's gerade nicht. Sind gerade alle da? Warte, du bist da und du... Ihr seid alle doch da. Okay, alles klar. Ich habe euch gerade gerettet. Nicht. Warte, bin ich jetzt hier? Oh, ich dachte schon wieder, ich gehe unter oder so. War nämlich vorhin auch so. Ach komm jetzt, jetzt schaffst du es aber da drüber. Wollt ihr mir jetzt sagen, ich stehe da die ganze Zeit? Warte mal, Teleport. Muss ich mal alle wieder herholen, ne? Also. So, hallo. Oh, jetzt ist das Auto weg. Jetzt ist das Auto weg. Mir lassen die Leute aber nichts gegönnt. Na, jetzt ist mein Auto. Wo kommst du? Wo kommst du auf einmal? Jetzt ist unser Auto wieder weg. Da habe ich wieder Tolle bekommen, ne? Soll man den Heli dann nehmen? Ich glaube, ohne Witz, Alter. Ich bin gerade so pisst. Ich nehme gleich den Heli und fliege irgendwo hin. Ohne Witz jetzt. Jetzt sind wir schon hier in der Nacht irgendwo wieder im Nirgendwo. Jetzt ist wieder unser Auto weg. Ich habe extra einen geilen Wagen geholt. Oh, Butti ist da. Hallo, Butti. Butti-Brötchen. Butti, das kleine Brot. Oh, süß. Warte mal. Ach ja, muss... Okay, warte mal. Wir könnten den nehmen hier. Das ist der Sound of a Spende. Binner King Henne brüllt 2 Euro raus. Dankeschön für 2 Euro und danke für Hallo. Grüß Gott, willkommen im Stream. Kann man hier nochmal ein bisschen Money machen? So, wir werden... Ach, da ist jetzt einer. Okay, alles da. Bist du so blöd, um Motorrad zu fahren? Ohne Witz jetzt so. Da ist jetzt wieder ein Geländewagen. Ist sie dasselbe, nur in Schwarz noch besser. Oh nein, brechen und klauen. Dann holen wir sie auch wieder ab. Ach nee, sie kommt schon von selbst. Na komm, steig ein. Das kann ich auch gleich nachschauen wegen der Ding, die du geschrieben hast. Oder mach ich schon mal nach. Weil ich... Der hat 5 Euro reingespendet. Muss ich schon vorlesen, was da drin steht. Lass mich mal ganz schnell gucken. Der Hund macht das ganz schnell. Der sich da einloggt, so. Genau, das war der Michael Neumeier. Mein Freund hat mich mit dem Heli in der Luft abgeseilt. Wenn wir ein Duell machen. Wer dümmer stecken bleibt, gewinnen ich auf jeden Fall, ich XD. Dieses Deutsch gerade, ne? Liest du das eigentlich auch durch? Ich konnte es gerade vor dir vorlesen, weil ich mich voll... Okay, egal. Aber danke für 5 Euro. Ich kannte zum Beispiel das mit dem Abseil, ne? Mit dem Helikopter. Wusste ich lange nicht, dass das überhaupt geht, ne? Geht ja online. Aber das geht wirklich. Man kann sich mit einem blöden Helikopter abseilen. Keine Ahnung, wer das wirklich benutzte, geht ja, aber gut.
Es ist möglich, immerhin, ja. Sie haben es als Feature eingebaut. Hauptsache, im Offline-Modus geht's nicht. Nö, da gibt's aber eine Mod dafür. Und jetzt fahren wir hier rauf. Ein Endsmet, Leute. Ich bin Endsmet. Okay. Warte mal, wir fahren wieder zurück hier. Wir machen einen neuen Plan, Leute. Wir machen einen neuen Plan. Für Spende. Der Gamerboy brüllt 1 Euro raus. Wann machst du wieder Community-Livestream? Bist ja besser YouTuber. Ach, dankeschön. Ja, wird wieder kommen, natürlich. Es wird mal wieder ein Community-Stream kommen, Leute. Auf jeden Fall. Dann wird mal wieder schön geraced mit dem Auto. Aber die meisten wollen halt LSPDFA, Real-Life-Mods sehen oder sowas hier mit Karl-Heinz natürlich. Karl-Heinz und seine Gang. Weil ich kann das hier schön ausbauen mit der Karl-Heinz-Gang hier. Weil wir können auch mehr werden, wir können auch weniger werden. Aber vielleicht sollten wir uns einen Erwachsenen mal dazu nehmen? Ich weiß ja nicht. Wobei wir irgendwie blöd, ne? Weil wir sind Gangster, die irgendwie Kinder sind. Sind die Kindergangster. Linda. Linda, Little Franklin und Karl-Heinz. We are the gang. Vielleicht, dass wir ein paar Member dazu kriegen, ne? Ein paar Gang-Members. Aber wir müssen jetzt nochmal alles zurückfahren und dann geht's wieder los hier. Dann wird eine Bank in der Stadt ausgeraubt, ja? Die beste Bank, die es gibt. Nee, also die größte Bank können wir noch nicht ausrauben. Ich meine, dafür sind wir einfach noch zu schlecht, aber wir wollen ein bisschen üben, ein bisschen lernen. Aber nach einer Zeit sollte das kommen. Dunkel es schon ist hier, ne? Und wir fahren hier noch heim. Wir haben einfach... Alter, ich hätte so kotzen können mal wieder. Wie ich da einfach gereckt bin. Der blöde Zug kommt einfach mal schön von hinten. Ja, danke schön, lieber Zug. Ist schon wieder alles klar. Ah, Motorradfahrer. Hallo. Ah, ich liebe Motorradfahrer. So. Okay. Da fahren wir jetzt eher an der Bank vorbei, ne? Die mich angepisst hat. Aber ich kann mal jetzt reinschmeißen. Nee, kann man jetzt nicht machen. Aber ich werde mir jetzt hier erstmal wieder eine Weste holen. Also hier haben wir Apotheke. Ja, ich hole mir mal Leben bei der Apotheke. So. Wenn wir jetzt mal Leben holen, genau. Und ich werde jetzt gar nicht mehr reingehen. Oder einbrechen. Ich lasse die einfach hier draußen liegen. Ich will jetzt nicht reingehen, alles. Zack. Alles klar. Wieder voll aufgeladen, das passt schon. So, kommen wir mal weiter. Ich wollte jetzt nicht überall einbrechen, Leute. Das geht doch nicht. Wir können nicht überall einbrechen. Oh, schau mal, da ist so ein Van. So ein Pedo-Van, Alter. Den brauchen wir noch. Und alles zurück hier. Wir sind Kinder, die Erwachsenen entführen. Das wär's, Leute. Das wär's. Wir kommen in so einem komischen Van an und dann entführen wir erwachsene Leute. Und verknüppeln die dann. Gib uns dein Geld. Er wollte dein Geld haben. Ja, schau, da ist die blöde Bank. Schau, die hat eh zu. Zu hat sie. Warum hat die zu, hä? Vielleicht, weil es zu spät ist. Ich weiß, aber trotzdem. Vielleicht auch wegen uns. Ja, sein. Oh, für die Gang. Für die Gang. Für die Gang. Da würde ich jetzt echt gerne das Lied einspielen, wenn es nicht immer rechtlich blöd wäre. Beziehungsweise musikrechtlich auch. So Urheberrecht und so Zeugs. Das würde ich jetzt für die Gang einspielen. Aber es geht ja leider nur auf Twitch. Das ist ja das Problem. Und ich will auf YouTube streamen. Weil ich finde es blöd, wenn man Twitch hat und YouTube und das immer so aufteilen muss. Das ist blöd. Mag ich nicht. Viel besser, wenn man eine Plattform hat, auf der man bleibt. Ich verstehe auch nicht die Leute, die sich zwei Channels machen. Zwei YouTube-Channels. Was hat man eine Playlist? Für was? Was? Ich denke immer so, jo, zwei YouTube-Kanäle. Kann man machen, aber wozu? Habe ich nie verstanden. Aber es gibt auch immer Leute, die sich zwei Channels machen. Ich denke aber so, dann machst du eine Playlist. Weil wer es sehen möchte, der guckt es an. Und wer es nicht sehen will, der guckt es ja sowieso nicht an. Okay, wir sind gleich da. Aber wäre vielleicht nicht schlecht, so eine Playlist abonnieren. Wäre doch auch eine gute Idee, ne? Für YouTube so. Dass du halt nur eine Playlist abonnieren kannst. Wer es halt will. Wäre aber dann irgendwie wieder umständlich. So, wir gehen wieder nach Hause. Wir gehen erstmal wieder eine Runde pennen, ja? Und werden wieder unseren Plan ausklügeln. So wie letztes Mal. Boah, hier ist so schön im Haus. Das ist das beste Haus, was es gibt, so. Muss ich wieder alle reinholen. Ihr dürft reinkommen. Ihr dürft alle reinkommen, so. Wo seid ihr? Boah, sind jetzt wieder hin. Brauchen wieder eine Stunde, bis sie drin sind. Tatsächlich, die brauchen wir wieder eine Stunde. Toll. Was machen die? Bleiben wir, sind 10.000 Meter weiter draußen. Nein, jetzt bitte, warte mal. Das gibt's doch nicht, die kommen nicht rein.
Die kommen nicht rein. Nö, die kommen einfach nicht rein. Okay, dann komme ich noch mal raus hier. Leck habe ich auch noch mal gehabt. So, ich gehe noch mal raus und dann kommen sie wieder rein. Finde ich nicht okay, dass sie jetzt nicht reinkommen hier. So. Was machen die? Okay, sind wir jetzt alle? So gut. Und dann gehen wir jetzt hier rein, ja? Und dann hole ich euch nochmal rein. Das gibt's doch nicht. Wir haben es doch vorher auch toll geschafft. Und jetzt auf einmal geht's nicht mehr, oder was? Nö, die wollen nicht. Vorhin geschafft und jetzt geht's nicht mehr. Nö. Ich sage einfach, nö, mach ich nicht. Das ist blöd. Na gut. Da muss ich halt allein meinen Plan machen. Ist schon okay. Ist schon okay, wenn ihr nicht wollt, dann... Dass die da nicht reinkommen, ne? Das verstehe ich nicht. Wir haben es so toll hinbekommen. Nö. Okay. Dann werden wir das jetzt einfach so machen. Vielleicht habe ich hier irgendwas falsch eingestellt. Ach, das kann auch sein. Spezifik, bla 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 bla. Ne, passt schon. Alles klar, wir werden da nochmal einen Plan ausmachen. Ich würde sagen, wir machen so. Oh, ja, genau so werden wir es machen. Schau mal, die stehen hier vorne. Die stehen einfach hier vorne. Und ich bin da drin. Okay, also, wir machen es folgendermaßen. Ich hätte gesagt, wir gehen. Genau. Wir gehen. Hier ist sowieso eine Bank, ne? Und wir brauchen irgendwo was, wo wir. Warte mal, ist das hier nicht eigentlich. Ich muss jetzt mal nachschauen. Wir brauchen eine Track. Genau hier. Hier ist direkt die Train-Dingsbumster da, wo wir runter können. Aber da fährst du, also da ist zwar Polizeirevier jetzt direkt hier nebenan. Hä, wo bin ich denn? Ach, deshalb kommen die nicht her. Oh, egal. Also hier ist Polizeirevier. Und wenn wir jetzt hier die Bank ausrauben, ist zwar die Polizei ziemlich in der... Wobei, wäre auch blöd, ne? Wie wär's denn mit... Ach nee, da ist ja nichts mehr. Nee, wir müssen die machen hier. Weil nur so kommen wir in den Unterschlupf hier rein. Also wenn wir die jetzt ausrauben... Und jetzt bei der Bahnstrecke hier unten reinfahren, dann können wir das genau schaffen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. So, wir schlafen wieder mal eine Runde. Wussten ja die. Hier ist mein Bett, genau. Time, du. We're back in our business. So. Wenn ich rausgehe, hoffe ich, dass alle wieder da sind. Und dann geht's los. Das ist, glaube ich, ein besserer Plan, aber wir brauchen noch ein Auto. Aber ich frage mich, wie das wird, wegen Polizei und so. Ach, sie braucht mal wieder eine Stunde, ne? Muss ich wieder alle herholen. Ach, es gibt mir voll am Piss, aber ich muss. Teleporter to me. Wo sind denn hier alle? Jetzt bleibt ihr da drin, oder was? Natürlich, so. Jetzt seid ihr aber alle da. So, du auch? Wo bist denn du? Wo ist denn der schon wieder? Was ist denn heute los? Ah, da ist er. Bei Reeps Junior, brüllt einen Euro raus. Hey, ich schaue so lang und hab... Warte mal. Ich muss das jetzt mal hier so vorlassen. Hey, ich schaue dich schon so lang und habe mich entschlossen, mal zu spenden. Ach, dankeschön. Dies ist meine erste Spende. Ich mag den Content und dich als Hund. Ach, dankeschön. Mach mal Real-Life-Mod. Ellis erster Kuss. Das ist mir möglich, tatsächlich. Kennst du mich noch? Bei Reeps Junior... Ja, dich kenne ich sogar noch. Der Name sagt mir was. Dankeschön für deine Spende. Erste Spende hier, oder was? Er brüllt da raus, komm. Lass mal Money Rain hier. Jetzt tun wir uns hier erstmal wieder vorbereiten. Dankeschön für die netten Wörtchen, die du hier reingespiegelt hast. Ja, reingespendelt, reingeschrieben. Wir haben Blut am Auto. Wo kommt denn das her? Ich will es gar nicht wissen. Okay. Also, schau mal. Wir brauchen ein neues, schnelles Auto. Mit 4 Sitzen. Ja. Wird schwer. Dann herzlichen Glückwunsch, sowas zu finden, dass wir mal einen Viersitzer finden, der auch schon mal schnell ist und auf der Straße rumfährt. Das wird eine richtig lustige Aufgabe heute. Schau mal da. Der wäre geil hier rechts, aber das sind 2 Sitze, ne? Ah, hätte ich jetzt gern gehabt. Das ist doch unfair, überall 2 Sitzer. Geile 2 Sitzer, die hier rumfahren. Supra, Alter, jetzt fährt sogar eine Supra rum. Alter, ist voll unfair. Okay. Okay, wir brauchen ein Auto, was schnell ist oder halt relativ schnell ist. Das muss jetzt nicht übelst der Sportwagen sein. Ich meine, der M5 war extrem, ne? Aber der hat halt hinten das Heck ausgestellt. Aber das war ein richtig gutes Fluchtfahrzeug. Wir haben jetzt leider kein Geld, um ein Auto zu tunen. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Wir könnten einen Bus holen, BMW M4. Boah, das sind so geile Autos. Schaut euch das an, was da für geile Autos rumfahren. Wir brauchen 4 Sitzer.
uncool. Das ist echt uncool. Ich heul gleich. Überall geile Autos und alles Zweisitzer. Wenn ich wenigstens ein Auto finden würde, was so lala wäre, ja? Bei den jetzigen hier, ich möchte kein SUV fahren. Auch kein Geländeauto. Wir brauchen was, was schneller ist. Auf der Suche nach dem perfekten... Entschuldigung! Ja, tut mir leid. Auf der Suche nach einem perfekten Auto. Oder falls es gibt, ein dreisitziges Motorradl. Mit so einem Beiwagen. Oh nee. Ja, Game Crash, so wie es aussieht, oder? Oder einfach nur ein Lag. Sagen Sie mir, was ist los? Wir haben Game Crash, geil. Warte. Und ich warte, bis mein Game endlich fertig crasht. Muss ich mein Game wieder neu starten? Und hat's mal wieder geschafft. Nach 1:10. Mein Game crasht. Geil. Mitten in der Straße. Auf eine Autosuche. Habe ich schon lange nicht mehr geschafft, aber gut. So, Taskmanager öffnen, jetzt rechts sie wieder schließen. Also sorry, Leute, ne? Das wollte ich jetzt ja aber nicht. Kann ja mal passieren, ne? GTA 5 funktioniert nicht mehr. Ist schon okay. Wenn GTA 5 nicht mal funktioniert, dann komme ich jetzt immer noch rein. Jo. Nicht erneut versuchen. Nee, wir gehen hier nochmal drauf. So, dann können wir in der Zwischenzeit mal wieder ein paar Fragen hier beantworten, falls jemand eine Frage hat oder so. Schmeißt sie rein, außer jetzt so Supportfragen, wie installiere ich GTA 5 LSPDFA? Das ist natürlich nicht, aber so Fragen halt. Auto mal rein hier, wenn das nicht mein Game neu starte. Crash Pro AMG AMG. Nimm bitte Audi, ja, wie gesagt, wenn ich einen finden würde auf der Straße. Mini Cooper. Aber da fährt kein Mini Cooper rum. Wie alt bist du? Ich bin 20. Nismo. Fährt auch nirgends rum. Pepsi oder Haribo? Was eine Frage. Spielst du Fortnite? Ja, privat spiele ich's. Also theoretisch, ich würde Fortnite ja streamen. Problem ist nur, wenn ich jetzt streamen würde, würden ganz viele Leute sagen, das ist voll scheiße zum Fortnite-Streams und Fortnite, das macht eh schon jeder. Und da habe ich mal eine Abstimmung gemacht und die meisten, also ich habe es einmal gestreamt und die meisten sagen, nee, möchte ich nicht sehen. Da denke ich mir auch so, okay, dann bringe ich es halt nicht. Wobei ich so privat mit meinen Kumpels sehr gerne Fortnite spiele in letzter Zeit. Also macht echt Spaß eigentlich. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt keinen Fortnite-Channel hier haben, weil es gibt einfach zu viele davon. Ich will was Einzigartiges haben und da denke ich mir, Fortnite, ist nicht so einzigartig auf YouTube, ja? Du gehst in den Stream rein, Fortnite, nächster Stream, Fortnite, noch ein Stream und, oh, was ist denn dem? Fortnite, auch geil, da ist Fortnite drin. Ja, richtig geil. Nee, deshalb spiele ich es leider nicht im Stream mehr, aber sonst will ich es machen. Mal schauen, was kommt denn hier rein? Was ist dein Lieblingsauto? Mein Lieblingsauto derzeit ist ein BMW M3 F80. Ist ein Viertürer. Sieht eigentlich aus wie der BMW M4, den die meisten von euch kennen. Nur halt, dass es eine Limousine ist. Also vier Türen, BZW5. Wenn man den Kofferraum mit berechnet. Also das ist mein Lieblingsauto. Würde ich am liebsten holen. Also das, den neuen Facelift M3. Nein, mit den neuen Scheinwerfern und Rückleuchten wäre schon geil, ne? Wie kann ein Hund GTA spielen? Also das frage ich mich eigentlich auch, weil meine Tatzen, die sind nicht so ganz toll für GTA spielen, aber es funktioniert einfach. So, wir sind wieder back. Wir haben es geschafft, tatsächlich. Muss man nur schauen. Jetzt müssen wir hier wieder Karl-Heinz werden. Das Lustige wird jetzt auch wieder, so. Wo ist denn Karl-Heinz? Karl-Heinz ist, glaube ich, auf der Nummer 4, ne? Nee, doch nicht Nummer 4. Wo ist denn Karl-Heinz? Nummer 2? Nee, Nummer... Ah, okay, Nummer 1. Das ist Karl-Heinz. Ich dachte schon, wo ist Karl-Heinz? Schaut mal, wie nett Karl-Heinz eigentlich aussieht, wenn er so ein Karo-Shirt anhat. Nee, bitte nicht. Wir müssen Gangster halten. Das geht nicht. Schaut mal, wir können ihm auch hier so ein paar neue Dinge hier reinschmassen. Aber ich glaube, das passt ja schon. So, Karl-Heinz ist wieder mit am Start. So, wir haben... Warte mal, da muss ich meine Crew wieder mehr holen. Warte mal, da gehe ich woanders hin. Dann mache ich das da drüben. Wo machen wir das am besten? Hier drüben, ne? So eine Assi-Gasse machen wir das. Sieht besser aus als hier. Hier oben ist ja übelst und also wir holen jetzt unsere Freunde hier ab, ja? Hier wohnen unsere Freunde irgendwo hinter der Garage. Genau, hier wohnen die drin. Nee, also da werden wir jetzt unser Bodyguard herholen. Warte, lass mir mal schauen. Ich habe da mal...
Ja, by the way, ich hab God-Mode an, weil mir wäre es einfach zu blöd immer, also God-Mode für die Bodyguards. Mir zu blöd, wenn die immer wieder weg sind, so. Wenn aber jetzt so machen, dass die keine Waffen mehr haben, wenn wir im Auto sitzen, weil dann ballern die nicht mehr die ganze Zeit rum wie sonst was. So, das passt schon. Und dann Select Model, da haben wir... Boah, wen habe ich da eigentlich? Ach, genau sie. Da haben wir hier unsere... So, da ist sie wieder da. Die Linda ist wieder da. Die muss ich mal umbenennen, ne? Die Modelnamen hier. Und dann haben wir noch... Wen haben wir da noch? Genau, ihn hier. Ne, warte mal. Der ist es, genau. Little Franklin, da müssen wir aber auch noch herrichten, ja. Hä, was? Bitte, was? Oh, fuck! Das ist falsch, ich habe ein Pet gespawnt. Oh, nee. Little Franklin, es tut mir leid. Little Franklin, ich wollte das nicht. Alter. Zwar. Ich kann ja nicht mehr weg... Mich hat gerade Little Franklin umgebracht. Was ist das für eine Scheiße? Gut, das habe ich auch mal wieder toll zusammengebracht, ne? Ich habe einfach mal den falschen Bodyguard gespawnt, dann sieht es so aus. Aber der Ball hat die... ballert noch immer rum. Tut mir leid. Warte mal. Das ist so fail, ne? So, genau. Oh, Leave. So, jetzt müssen wir die neu spawnen. Also, wir haben hier nochmal... Spawn Bodyguard. So, jetzt muss man hier wieder Little Franklin draus machen. Das ist immer so eine Arbeit, das muss ich vor jedem Stream dann machen, aber ich mach's halt, ne? So, Little Franklin. So, dann mal Little Franklin auf jeden Fall und dann machen wir jetzt nochmal Linda hierher. Wo ist denn Linda, so? Alles klar. Wir sind's wieder, ne? Habt ihr eure Waffen? Jawohl, wir haben jetzt alle unsere Waffen, alles klar. Wir sind wieder back, Leute, wir haben's wieder geschafft. Plan hatten wir schon. Wir brauchen ein Auto. Ich mache hier wieder schönes Wetter rein. Also wir brauchen wieder ein Auto. Wir wissen schon, zu welcher Bank wir fahren. Das ist nämlich die folgende Bank. Das ist die hier oben. Gute ist, dass wir hier direkt runterkommen. Wenn wir rüber gucken, ne? Und wir brauchen nur noch ein Auto und 4 Sitzer. Warte, da vorne fährt aber ein guter Wagen eigentlich. Der hier. Der ist auch schnell. Oder sollen wir... Ein Audi. Ein Audi fährt hier. Ey, sollen wir den hier nehmen? Also ich stanze mir mal den hier. Den Chevrolet, so einen kleinen. Kleinen, aber feinen Chevrolet. Oh, Jesus, ja komm. Boah, die ist ja richtig mit auf uns. Komm, steig ein schnell. Steig schnell ein jetzt, bevor die Cops schon kommen. Meine Güte. Linda. So. Wir sind wieder vollzählig, das ist gut. Das ist sehr gut. Wir haben es wieder im Petto. Reicht eigentlich zum Abhauen? Ich weiß nicht. Es ist kein Sportwagen, das ist übelst langsam der Wagen. War vielleicht auch die schlechte Entscheidung. Die schlechte Entscheidung. Ja. Ich hätte doch einen anderen nehmen sollen, vielleicht. Na gut, vielleicht finden wir noch was auf dem Weg dahin. Ich will einfach die Bank ausrauben. Mehr will ich gerade gar nicht. Mal schauen, der fährt übelst... Ah, fährt ja übelst langsam, der Wagen. Ich mag ein Auto haben, was gut geht. Geht der eigentlich ab hier, der... Ich probiere es mal. Ich habe Angst, dass es nicht abgeht. Aber schauen wir mal. Aus. Raus aus dem Ding hier. Dankeschön. Bitte sag mal, der geht ein bisschen besser. Ja, der geht ein bisschen besser, aber auch nicht viel mehr. Nee, der geht vielleicht ein paar km/h besser. Schneller halt, okay. Wir nehmen den dabei. Wenn es nichts anderes gibt, nehmen wir den halt. Aber wir müssen eh wieder zum... Ach, stimmt, wir müssen ja wieder rüber hier zum... Store. Wobei, ach, wisst ihr was, ich gebe mir das jetzt hier einfach. Weil ich hatte sie ja vorhin, wenn mein Game nicht crasht, so... Da habe ich wieder Panzerung. Ich habe vorhin die Panzerung schon geholt, aber da ist mein Game abgecrasht, ja. Richtig geil. Passiert wieder nur mir? Alles klar. Nee, da ist jetzt kein anderes Auto, leider. Jetzt hätte ich echt ein anderes Auto genommen, aber wir haben gerade nichts anderes hier. Und ich will die Bank so schnell wie möglich ausrauben. Ganz wichtig. Ganz wichtig, Punkt.de. Nee, wir schaffen das. Wenn wir gut sind, also wenn wir es irgendwie vermasseln, ist ja nicht so schlimm. Wir sind in der Stadt. Wenn wir gut sind, schaffen wir es selber mit diesem Audi hier abzuhauen, ja? Aber wir müssen halt gut sein. Ich stell mich da hin, ne? Ich lasse den Motor laufen. So, Motor sollte laufen, genau. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich durch hier. Okay, habt ihr eure Waffen? Waffencheck? Alles klar, wir haben unsere Waffen. Okay, ich würde sagen, wir marschieren wieder rein. Leute, lasst uns ein Like da, dass wir das heute schaffen. Dass wir es jetzt mal schaffen.
Okay, wir sind wieder back. Oder? Ja, gut. Okay, jetzt müssen wir durchstarten. Okay, ich würde sagen 3, 2, 1 und rein, komm. Überfall. Überfall. Back da, Überfall. Bist du so professionell? Ich mache das schon von ganz allein hier. Überfall. Hier nochmal die Dinge auf, genau. Schön. Und sie gehen raus hier, ja? Sie machen jetzt hier die Tür auf. Boah, ein Typ, die sind immer so langsam. Mach schneller ein bisschen hier. Komm, mach hin, ey. Mach hin jetzt hier. Mach auf die Tür, sonst kriegst du einen auf Schnauze. Bisschen schneller vielleicht. Kennen Sie eigentlich die Geschichte des irischen Holländers? Oh, warte mal. Sibirischer Holländer, so. Bitteschön. Ja, bitte, haben Sie die Geschichte. Okay, geh mal. Och, die ersten Cops kommen schon. Hab ich nicht gesehen. So, halte mir bitte den Rücken ein bisschen frei. Alter, komm. Wir schaffen das nicht. Die Polizeistation ist direkt im Nebenhof, ne? Ja, du guckst blöd zu, ne? Wie wär's, wenn du eine Waffe nimmst und mich verteidigst? Nee, die gucken blöd zu hier hinten. Oh, jetzt kommt der blöde Bohrer, geht nicht rein hier. Ach, komm jetzt. Ich kann mit dem Bohrer nicht umgehen. Warum kann ich heute nicht mit dem Bohrer umgehen? Es ging doch sonst immer schön. Jetzt soll es aber gehen, ne? So, perfekt. Jetzt haben wir's, okay. Schnell rein in die Tasche, in den Rucksack rein und fertig. So, nehmen wir wieder die Waffen mit, ne? Komm. Jetzt schauen wir, dass wir hier alle rauskommen. So. Komm jetzt raus, hier hinten auch. Ja, wir gehen jetzt zusammen. Wir gehen jetzt zusammen. Ach nee, die Cops kommen schon. Die Cops kommen schon. Wir müssen zusammen raus. So, ein bisschen campen da drin. Aber die kommen nicht raus, ne? Die sind so blöd dafür. Der erste ist schon da. Ey, kommt jetzt hinten raus. Die ersten Cops sind schon da. Warte mal. Schrei rein. Sprich schon rein hier. Ich muss sie leider hertippen, sonst kommt die noch nie raus. So. Sie ist einfach zu blöd dafür. Okay, wir sind unterwegs. Ich weiß nämlich genau, wo wir hinfahren. Ich habe so schon ein richtiges Ziel vor meinen Augen. Also, wenn das jetzt so easy wird, ne? Ich lach mal ab. Aber ich glaube, ich schaff's so. Wir müssen hier rechts rüber dann. Und da sollte. Ach, jetzt ist hier Polizeistation. Ich bin vorbeigefahren. Ach nee. Ich bin vorbeigefahren. Ja, komm. Piss dich da hinten. Bin dran vorbei, wir müssen da vorne rein. Das habe ich gecheckt, ich dachte, das war weiter hinten. Da müssen wir jetzt reinfahren. Oh, guckt euch das an. Wie die blöde Cobra da schon kommt. Das Einsatzkommando ist da schon da, okay. Und hier runter und dann sollten wir es schaffen. Weil das ist ziemlich nah jetzt hier. Die Gang kommt für die Gang, für die Gang. Für die Gang, für die Gang. So, innen, Abfluss, dann irgendwo runter. Warte, da gibt es, glaube ich, so einen Abfluss. Oder? Oder bin ich gerade blöd? Ach, Hauptsache, wir kommen weg von da. Aua. Ob ich blind bin? Ja, tatsächlich. Ich kann nicht fahren mit dem Ding. Also, wenn das so easy ist, ne, dann weiß ich auch nicht. Also, wenn wir das jetzt ernsthaft schaffen, wir haben es, ich meine, wir haben es das erste Mal auch schon geschafft, eigentlich, ja? Dann kam halt der blöde Zug um die Ecke. Oh, da können wir rein. Da können wir rein. Da rechts rein. Perfekt. Machen wir doch die blöde Bahn nicht mit. Und da können wir eigentlich demnächst auch mal anfangen, eine große Bank auszurauben. So, jetzt sind wir hier, genau. Alles klar. Jetzt weiß ich nur nicht, wie kommen wir hier wieder raus? Hier vorne links, ne? Ja, da bin ich letztes Mal auch rausgekommen. Da waren wir schon einmal heute. Schauen wir mal, ob hier wieder so Arbeiter drin sind. Wo kommt denn das Blaulicht her? Okay, ich habe es nicht gesehen. Nee, passt schon. So, noch. Wir haben es geschafft, oder? Wir haben 58.000 bekommen. Wir haben drei von sechs Banken ausgeraubt. Das heißt, die letzte hat ja auch gezählt. Ich weiß es gerade nicht. Aber wir haben es gerade geschafft, Leute. Ohne, dass wir jetzt draufgegangen sind. Wir haben gerade 3 von 6 Banken ausgeraubt insgesamt. Weil vom letzten Mal haben wir...
Was hat denn der für ein Problem? Weil letztes Mal haben wir das ja auch geschafft. Da haben wir es allein geschafft und jetzt sind wir halt hier zu dritt und es ist einfach viel easier, wenn wir das zu dritt machen. Ist einfach viel nicer, Leute. Ist einfach viel, viel nicer. Ich fahre jetzt noch rauf. Und wir können dann wieder Richtung Unterschlupf fahren. Alter, wir haben es geschafft, Leute. Da kannst du schon mal ein Like da lassen für sowas. Und ihr könnt auch gerne abonnieren und natürlich aufs Glöckchen drücken. Dann verpasst ihr nichts mehr. Der Audi ist ja komplett im Arsch. Ich glaube, den können wir verscherbeln irgendwo. Im Internet so gebrauchte Teile zu verkaufen. Ich verkaufe Beifahrertür mit Schusslöchern auf der Seite. Hier haben wir... Die ist voll. Die ist richtig fertig, die Tür. Die ist... Alter. Das musst du wirklich machen. Erstmal schön auf eBay verkaufen. Verkaufe Audi mit Schusslöchern. Ja, ja, ja. Aber weißt du was? Wir fahren da mal rauf hier. Können wir erstmal unseren Erfolg feiern. Ich hab schon eine Idee, wo wir hingehen. Wir haben ja unser Jugendhaus da hinten, ne? Komm, geh weg da. Wo ist denn das? Ach, da vorne ist es, ne? Unser Jugendhaus. Unser Unterschlupf, der andere. Der Miezen. Oh, die Cops kommen. Schnell rein, schnell rein, schnell rein, bevor sie es sehen. Ich bin zu Hause. Wir haben alles mitgebracht. Alter. Na, wie geht's denn euch da drin? Alles Paletti. Boah, da schießt schon wieder jemand hier draußen. Ich meine, das beste Viertel haben wir hier nicht, aber passt schon. Kommt der rauf? Passt. So, Leute, wir haben es wieder mal geschafft. Die Gang. Jetzt sind wir wirklich zu dritt. Vielleicht sind wir mal zu viert. Zu viert wäre auch noch geil, wenn wir noch ein Gangmitglied finden würden. Boah, die ballern sich da draußen aber ziemlich krass ab. So, wir gehen jetzt in unser Office. Hier können wir jetzt erstmal unsere Basis chillen, Leute. Ja? Wir sind einfach zu geil. So, kommt rein da. Kommt rein, das ist unser Office. Hier drin. Ah, ihr müsst schon reinkommen, ja. Aber können wir hier auch rein? Tatsächlich. Unsere Lagerbestände. Schön. Da lagern wir unser ganzes Geld, ne? Und die ganzen Goldbarren. Ja, das ist unser kleines Geheimversteck hier. Gut. Ja, dann würde ich sagen, das war's heute für den Stream. Und dann würde ich sagen, grüße ich noch ein paar Leute durch, die noch hier sind. Auf jeden Fall hat es mal wieder richtig viel Spaß gemacht. Vor allem jetzt zu dritt. Zu viert war es vielleicht noch lustiger, aber das schauen wir mal, ob wir vielleicht mal zu viert unterwegs sind. Aber hat heute echt mal richtig fett Spaß gemacht. Ich mach hier mal Musik an. Mach mal hier Musik an. Dann grüße ich mal wieder ein paar Leute durch, die noch hier sind. Alle kann ich leider nicht durchgrüßen, aber ich werde halt viele mal wieder durchgrüßen. So wie immer halt. So, tun wir den Langsam-Modus aktivieren, dass hier nicht alles zugespammt ist. Und dann geht's los hier. So, ich grüße Julian, Johnny, dann Binett, ChaosFlow34, der Minkel grüße ich, Frankie Hai grüße ich, Zirnfang grüße ich, ClasherTV grüße ich, Sharky grüße ich, Bausch151 grüße ich, einfach Kev grüße ich, Tiki Dobi ist auch mal wieder da, grüße auf jeden Fall, Kevin grüße ich, Sascha grüße ich, Niklas grüße ich, Max grüße ich, Rodo TV grüße ich, André grüße ich, Dejan grüße ich, Charlie44 grüße ich, Sebel grüße ich, Zocker zockt grüße ich, VIP grüße gehen raus an dich. Danke für dein VIP sein hier. Wen haben wir da noch? T-Gamer oder T-Game, ich hab's gar nicht lesen können. Kirmes-Fan grüße ich, Lukas grüße ich, Leon P grüße ich. Zocksgert 2? Okay, grüße ich auch. Herr Klugi grüße ich. Michael Neumeier brügt hier wieder einen Euro raus. Wird gleich wieder eingeblendet. Hier, Dankeschön für 1 Euro Spendel. Kekskrümel44 grüße ich. Dario grüße ich. Oliver grüße ich. Also Oliver1103. Creepypasta grüße ich. Grüße gehen raus an dich. Der hat auch im letzten Stream, glaube ich, was gespendet. Ne? Ein paar Mal. Das ist der Sound of die Spende. Ja, Michael Neumeier. Der ist immer am Rausbügeln. Grüße gehen raus an dich. Ehrenmann. Immer am Rausbügeln, Michael Neumeier. Nochmal ein Euro. Dankeschön. Kelvin grüße ich. Den Kann grüße ich. Toni grüße ich. Zara grüße ich. Ice Parex grüße ich. Kaddel 1970 grüße ich. Kenne ich auch aus dem Discord, der Kaddel. Jürgen grüße ich. Leon grüße ich. Leon X grüße ich. Fressi 174 grüße ich. Lea grüße ich. Nils grüße ich. LOL XD grüße ich. Hashtag VapingKing grüße ich. Raphael grüße ich. Nick 1900 grüße ich. Marcel grüße ich. Dino grüße ich. Dreier 5R5 Leon grüße ich.
Christoph grüß ich, Bullsfan grüß ich, Leon grüß ich, Dennis grüß ich, Lukas, Vlogt und Louis grüß ich. Danilo grüße ich, Max grüße ich, Sven grüße ich, Tyler grüße ich, Les Goku grüße ich, Frederik TV grüße ich, Cecilia, war das gerade richtig? Ich hoffe. Ja, Cecilia grüße ich, Florian grüße ich, Moritz grüße ich, Andrea grüße ich, GamerD grüße ich, Hussein grüße ich, Mirka Kolix 03 grüße ich, Vikram grüße ich, Uwe grüße ich, Andra grüße ich, Peter grüße ich, The Last Night grüße ich, Hallo DNT Ben grüße ich, Tim grüße ich, Gaming Pascal grüße ich, Stephanie grüße ich, Pascal grüße ich, Mustafa grüße ich, Killer 3DLP grüße ich, okay, dann Jaden grüße ich, Leon grüße ich, Crazy Flo grüße ich, Fasemi HD grüße ich, Silent Pain 44 grüße ich, Stephanie grüße ich, Hannah oder Hannah grüße ich, Edin grüße ich, Raptor grüße ich, Mooncraft 99 grüße ich, die Mods Knife Gamer und boah, da kommt der Spender rein. 2,29 € von Sui. Was? Suiimo. Ike, hast du mich grüßt? Ich grüße dich. Suiimo. Ich hoffe, das war richtig. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Ja, meine Moderatoren, die Knife Gamer grüße auf jeden Fall. Und dann auch Officer Fox natürlich. Beide waren von mir wieder mal gegrüßt. So, Annika grüße ich. Pepe grüße ich. Concrafter Luca grüße ich, auch wenn du nicht der Echte bist. Dustin grüße ich. Leon grüße ich. Neo grüße ich. Sound of a Spende. Franky brüllt 1 € raus. Danke an Franky. Wird auch nochmal gegrüßt hier von mir. Marco grüße ich. Berto grüße ich. Luca grüße ich. Nix007 grüße ich. Linda grüße ich. Maria grüße ich. Leon grüße ich. Miss P Girl XD007 grüße ich. D6-Fan Leon grüße ich. The Best Burger grüße ich. Ruprecht grüße ich. Oder Bianca, okay, grüße ich. Paul grüße ich. Robert grüße ich. Leon grüße ich. Noah grüße ich. Gamer King grüße ich. Totrix100 grüße ich. Peter Bö grüße ich. Fotis grüße ich. Anton grüße ich. Tinker grüße ich. Robin grüße ich. Deluxe HD grüße ich. Loking XXC grüße ich. Erdem grüße ich. Co-Pilot Baum grüße ich. Michael Neumann nochmal rausschmeißen hier. Wann gehst du Insta? Gehst du heute noch? Ja, ich werde heute noch Insta mal reinschauen. So, Camaro, da kommt nochmal die Spende raus. Danke nochmal für 2 €, Michael Neumann, ja. Camaro A2321 wird ja auch mal wieder gegrüßt. Wird auch ich immer gegrüßt, ne? Weil den merke ich mir, dass ja fast jedem Stream dabei. Ja, solche Leute stechen da bei mir immer extremst raus. So, Leon 1 grüße ich. Stehendewaffe.de grüße ich. YOLO Leon grüße ich. Eise grüße ich. Christian grüße ich, Krappi TV grüße ich, Xion der Beste, oh, schöner Name, danke, grüße ich. Colin grüße ich, Anne grüße ich, Leo grüße ich, Toni grüße ich, Epic Stunt PE wird auch gegrüßt, VIP halt und so. Grüße gehen raus an dich. Jenny grüße ich, Fabian grüße ich, ja, Fabian grüße ich. Alex grüße ich, Taylor grüße ich, Jojo Klack grüße ich, Julian grüße ich, Matthias grüße ich, Charlie44 grüße ich, Lömer grüße ich, Ali grüße ich. YOLO, Jendis grüße ich. Lena grüße ich, Paul grüße ich. Also ich würde mal sagen, ich würde noch 10 Leute durchgrüßen, weil dann muss ich mal echt hier weg. Boah, ich grüße immer so viele Leute durch, ne? Super, ein YouTuber, der so viele Leute durchgrüßt hier. Ja, ohne Witz, ich grüße echt immer viele Leute durch. Yasa grüße ich. Hassan grüße ich. ZepaD grüße ich. Den Mann grüße ich. Galaxy Boy grüße ich. Und ich würde mal sagen, die letzten 5, wen haben wir dann noch? Julia. Grüße auf jeden Fall. Nico, grüße ich. Also, Nico Banana heißt du, ne? Dann haben wir hier noch Nico aus Niederösterreich. Wird auch nochmal gegrüßt, ja? Und dann haben wir noch die letzten 2. Wen haben wir dann noch? Ich würde mal sagen, Konsolengamer grüße ich. Und den Kevin. Den Kevin C. Grüße auch nochmal hier. So, ich würde mal sagen, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst natürlich ein Abo da. Dann verpasst ihr nichts mehr vom Hund. Und schaut bei Instagram vorbei. Da bin ich sehr aktiv. Und da wird immer reingepostet, auch wenn mal YouTube nichts anzeigt. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und Epic StunPE schreibt hier rein: Road to 140k, oder? Ja, natürlich. Also, wir gehen auf 140.000 Abos zu. Also, liebe Leute, abonnieren nicht vergessen. Nur aufs Gleichchen drücken. Dann geht's auch hier gut weiter. Gut.
Sorry, dass ich hier mal alle grüßen kann, aber sonst würde ich immer wieder 24/7 sitzen und nur die Leute durchgrüßen. Und ja, ich würde mal sagen, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, ja, dann schaut bei Instagram vorbei und alles. Ihr wisst ja, wie es ist. Würde ich sagen, der Hund sagt: Schausen!